Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zu einer Premiere. Heute gibt es hier die erste Ausgabe von Quizmania Germany Edition. Im etwas anderen Wrestling-Quiz. Das heißt, ihr habt heute etwas ganz Besonderes hier auf Twitch zu sehen. Wir treten heute vier Kontrahenten gegeneinander an. Aber bevor wir die Leute antreten lassen, wollen wir uns natürlich erstmal bedanken dafür, dass wir das überhaupt machen dürfen. Wir möchten mich einmal bedanken bei Olli Davis und Adam Blompie oder Blompier und dem gesamten Team des Original Quizmania. Die haben uns nämlich die Möglichkeit gegeben, das hier einmal durchzuführen. Das Ganze natürlich auch, falls die Kollegen mal reinhören, mit meinem Schulenglisch. Ich hoffe, ihr könnt es ertragen. Before we start the show, I would like to thank Olli Davis and Adam Blompier and the whole team of the Original Quizmania. They gave us the opportunity to present this show to you. So, jetzt gehen wir schnell wieder zurück zu Deutsch. Das könnt ihr nämlich besser verstehen bei mir. Und natürlich, wir warten gar nicht lange, sondern wir begrüßen hier unsere verschiedenen Kontrahenten. Nein, ich nenne sie heute mal unsere Gladiatoren, die heute hier antreten werden und sich gegenseitig bekämpfen werden. Wir fangen einmal an, ganz am Anfang mit dem... Na, wer kommt als erstes? Mit dem Sebastian. Der Sebastian, was macht der? Der Sebastian, der streitet gerne und der würde sich für Alexander James in jede Kugel werfen. Hallo Sebastian. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Hallo, guten Abend. Schön, dass du da bist. Nummer zwei ist der Daniel. Der Daniel ist hier unser Fremdsprachenbeauftragter im Just Bring It Podcast. Hallo. Und in seiner Freizeit leitet er einen Zoo. Guten Abend, ja, das ist richtig, aber einen virtuellen Zoo, das muss man dazu sagen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Nummer drei ist jemand, den ihr aus dem Wrestling-Fernsehen kennt, mittlerweile auch. Ich glaube, er ist sogar mit auf dem WWE Network aufgetaucht. Manchmal springt er gerne Sachen verbal in die Luft und er ist natürlich der Vorsitzende des einzig wahren und einzigen Markus Weiß Fanclub. Der Felix, der Shooter, der Schulz. Felix, schön, dass du da bist. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Gast, der selbst sich im Wrestling verprügeln lässt unverprügelt. Er bringt uns zwar nicht den Frieden, aber zumindest die Liebe. Und das sowohl in Deutsch als auch in Französisch. Und dazu hat er noch, und das sage ich ganz ohne Neid, den längsten Schweif im Wrestling-Business. Hier ist einmal der Levaniel. Ja, seid gegrüßt, ihr kleinen Racker. Ich freue mich hier auf ein Hammer-Show-Duell. Jetzt wird mal richtig einer abgequist. Ja, ich bin mal gespannt, wie euch hier lag. Da können wir gleich noch mal was zuhören. Erstmal natürlich, es kam vorhin die Frage, worum geht es denn hier bei uns überhaupt? Natürlich geht es hier um einen Pokal und zwar um den Quizmania Germany Edition Pokal für unsere Oktoberausgabe von Quizmania. Das heißt, wir küren hier heute einen Meister, der natürlich seinen Pokal dann auch beim nächsten Mal wieder verteidigen kann. Und das werden wir dann sehen, wie es dann funktioniert. Jetzt möchte ich von euch Vieren erst einmal ganz deutlich eine Kampfansage hören, warum ihr heute hier den Pokal für euch gewinnen werdet. Wir fangen so an, wie wir eben angefangen haben. Sebastian, du guckst so schön erschrocken, du darfst zuerst. Ich kann doch sowas nicht. Ja, musst du lernen. Ja, ich gewinne heute, weil ich seit 28 Jahren Wrestling gucke und hoffe, da einiges aufgeschnappt zu haben. Seit 28 Jahren gucken, da hast du schon längst verloren. Das wissen wir damit schon mal. Nummer zwei, der Daniel, warum gewinnst du heute? Ja, also mit 28 Jahren Wrestling-Erfahrung kann ich jetzt nicht mithalten, weil ich bin ja noch nicht mehr 28, aber ich bin ja regelmäßig auf WrestleTalk.com unterwegs, da geht es um News, Daten, Fakten, Daten und deshalb, das habe ich alles im Kopf und deshalb weiß ich Bescheid und schlag alle. Also ein quasi ein Lexikon hier. Nummer drei, Felix, warum gewinnst du heute hier? Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, wo die Sache hinführt, aber meine Erfahrungen mit Wrestling-Spielen auf Twitch zeigen, dass ich eigentlich fast immer gewinne. Ah. Das kann ich bestätigen, ja. Und natürlich zu guter Letzt unser Prinz der Sterne. Devani, warum gewinnst du heute? Ja, ich habe, glaube ich, mit Abstand die meiste Wrestling-Erfahrung hier. Also ich gucke jetzt seit 37 Jahren Wrestling und habe zudem halt natürlich noch meinen Vater, der mir immer sehr viel reingeredet hat. Da war ich schon früher on the road. Wie gesagt, 60er Japan sind mein Fachgebiet, aber ich kann auch den Rest. Von daher, ich gebe euch vielleicht mal eine Chance, aber ich bin gespannt, wie gut ihr euch anstellen werdet. Ich bin gespannt, wie gut es laufen wird. Wir spielen alle zusammen vier Spielrunden und danach gibt es noch eine Ausscheidungsrunde bei den beiden Punkteführenden.
Aktuell steht ihr alle noch bei 0. Das wollen wir hoffentlich ändern. Das heißt, aktueller Stand, alle auf 0. Alle haben sich noch gut verhalten. Das heißt, es gibt noch keine Minuspunkte. Wer weiß, ob das noch dazu kommt. Werden wir im Laufe des Abends sehen. Und ohne Umschweife würde ich sagen, wir steigen direkt in die erste Runde ein. Und zwar steigen wir ein in... Der Preis ist Kram. Das heißt, wir reden hier über eine Einschätzung von Preis für Merchandise. Und zwar sprechen wir darüber im gleichen Prinzip wie bei der Preis. Das heißt, ihr dürft bieten, ihr dürft aber nicht überbieten. Dafür habt ihr hoffentlich alle euer Werkzeug dabei. Das heißt Papier und Stift, was man auch lesen kann. Jawohl. Dann würde ich sagen, wir schalten einmal rüber. Eben mal natürlich, damit ihr euch nicht zu sehr auf die Pokale freut, nehmen wir die erstmal weg. Und wir starten dann jetzt gleich mit unserem ersten Artikel, den ihr bewerten müsst. Und zwar ist das ein Artikel, der gerade für die Freizeit und fürs gemütliche Zuhause sehr gut geeignet ist. Auch für den Ring und zum Verteilen an die Fans. Und zwar biete ich euch hier als ersten Artikel die Original Matt Riddle Flipflops. Zu erhalten im Euroshop der WWE. Ein Original WWE-Fan. Um dies auch für euch einzuschätzen, was denkt ihr denn, was die Matt Riddle Flipflops wertet? Vielleicht kann der Felix das am besten einschätzen. Man hört ja schon mal so, wenn man mit den Leuten zusammenarbeitet. Aber in Euro, oder? Ja, das ist ja in Euro. Alles in Euro bei uns. In Euro, okay. Alles in Euro. Euro. Dann schauen wir mal. Felix, wie ist das? Du hast Matt Riddle doch auch persönlich kennengelernt. Wahrscheinlich. Ja, habe ich. Und gab es da auch so intime Partys hier, Flip-Flop-Sharing oder sowas? Nee, tatsächlich nicht. Er hat aber ein paar Leute ausgewirkt backstage. Oh, so, okay. Zur Entspannung. Zum Training, ja? Ja, ich glaube nicht mal. Für ihn war es kein Training, für die anderen schon. Für ihn war es Spaß. Okay. Ja, kann man machen, ne? Muss man nicht, aber kann man machen. Ja, da würde ich sagen, habt ihr alle euren Tipp aufgeschrieben? Ja. Ja. Dann schauen wir doch mal, wer was getippt hat. Fangen wir bei Sebastian an. Sebastian, was hast du? Ja, 1995, würde ich sagen. 1995 für den Sebastian. Dann machen wir weiter beim Daniel. Ich bin bei 1999. 1999 für den Daniel. Felix, was sagst du? 34,99. 34,99. Sehr gut. Und Levaniel, dein Tipp. Ich bin bei 29,99. 29,99. Ja. Ihr habt euch gut gesteigert. Also von 1995 über 99 bis hin zu 34,99. Und man, ja, der Felix hat wahrscheinlich mal die Preisschilder unter den Flipflops gelesen, als er noch im Indie-Bereich war. Mittlerweile sind die ein bisschen teurer. Die liegen bei 42 Euro. Aber trotzdem gehen die Punkte an den Felix. Das ist ein netter Preis, oder? Für so ein paar Flipflops. Also der, im WWE-Shop. Ja, im Original-WWE-Shop. Fucking Flipflops. Ja, muss man überlegen, ne? Ja. Weil sich dumm dämlich bei sowas. Aber dafür original Matt Riddle. Fantastisch. Wahrscheinlich Produktionspreis von 97 Cent. Von ihm getragen, ne? Ja, natürlich. Auf was jetzt noch willst, natürlich die Frage, ne? Aber gut. Ja, das ist Geschmackssache. Ganz kurz, wenn ich das richtig ist, ich gerade den ersten Punkt gemacht habe und wieder dabei bin, das Spiel. Du hast sogar die ersten 5 Punkte gemacht. Ja. Für jede richtig Erratenen, also für den, der am nächsten dran ist, gibt es hier 5 Punkte. Da kann er sich direkt zurücklegen. Prost, lass es dir schmecken. Hast du verdient. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir warten gar nicht so lange. Wir gehen direkt zu unserem nächsten Artikel, wenn ihr bereit seid. Ja. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir tun auch ein bisschen was für die Familie, für die kuschelige Zeit während der Corona-Zeit. Und zwar habe ich für euch ganz kuscheliges mitgebracht. Und zwar den Original Huskers Harris als Büschweinchen. Auch aus dem WWE-Shop. Das muss ich erst angucken. Daniel, hast du dafür auch einen Platz in deinem Zoo? Nein. Kannst du mir sagen, wie groß das ist? Gott. Wie groß das ist? Das müsst ihr jetzt selber mal nachschlagen, du. Das kann ich ja gar nicht genau. Ich guck mal eben nach. Sag ich euch gleich. Okay. Der ist mir zu sportlich. Das. Bist du sportlich für deinen Zoo, oder wie? Genau, ja. Ist ja gar nicht. Nee, und meine Tiere tragen auch keine Kleidung, das kommt noch dazu. Das Mensch. Tun Tiere in der Echt, das ist ja originalgetreu, dieses Spiel, das tun Tiere nicht. Na, ob die Tiere das auch so sehen? Da müsste man sie jetzt mal fragen.
Müsste man sich ganz. Ich frag nach der Show frage ich die alle mal durch. So, ihr habt eure Preise. Dann fangen wir diesmal beim Daniel an. Daniel, was tippst du? Okay, ich habe jetzt mal glatt 25 Euro getippt. Kann man 25 das Euro für den Daniel. Felix. Ich habe die gleiche Idee gehabt wie der Daniel. Ich bin einfach 5 Euro teurer gegangen auf 39,99. Wunderbar, 39,99. Der Daniel. Ich bin bei 39,99. 95. 39,95. Sorry. Und der Sebastian. Ich habe 34,95. 34,95. Also Spanne von 25 bis 39,99. Felix und Levan, die haben sich verzockt, ihr seid zu teuer. Ah. Wer dran ist, ist der Sebastian. Das kann, die ganzen Liga kosten 36 Euro. Das schöne genau Schweinchen. 36, das Schweinchen. Okay. Also Sebastian kriegt die 5 Punkte. Ich habe gedacht, ich finde, da kannst du locker noch 3,99 rauflegen. Das bezahlen die Leute auch noch. Ja, mit ja, Sicherheit. Auf jeden Fall. Das ist das wahrscheinlich der Versand dann noch, der oben drauf kommt. Dann ist das schon gut. Meinst du, der geht gut weg oder was? Das Schweinchen? Den kannst du, weißt du, wo du den hinpacken kannst? Auf der Kirmes, an die Bude. An die Schießbude. So ja. Ballon werfen. Ja. Immer auf das Schweinchen direkt. Stell dir mal vor, es gibt irgendwo so ein Lagerhaus, das einfach randvoll mit diesen Dingern ja. die einfach nicht verkauft haben. Ich glaube auch nicht, dass Huskes die beste Figur ist von Boy Bright, die verkaufen sollte. Da gibt es gar nicht bessere. Ja, ja, glaube ich auch. Ja. Wen würdet ihr denn kaufen von den Figuren, die Bray Wyatt so bei sich hat? Wir hatten ja noch Sister Abigail, wir hatten noch den, wie hieß denn die Vince McMahon-Figur? Ja, die würde ich kaufen, auf jeden der Fall. Teufel. Den Hörnern, ja, der hieß einfach, glaube ich, The Boss oder so, ja. Keine Ahnung. Ja, ich glaube auch. Natürlich, die ist auch super. Ich fand Sister Abigail ja auch ganz putzig. Warum gibt's noch das Ding? Waylon, The Mercy Buzzard oder was auch immer. Ach den ja, genau. Diese. Ja, genau. Und dann gibt's noch diesen Rabbit, der immer stirbt. Ah ja, stimmt. Ja. Weiß gar nicht, wie er hieß. Ja, viele schöne oder nicht so schöne Artikel, die man da so kauft. Gut, dann würde ich sagen, wir werden mal digital. Wir springen in die digitale Welt. Und zwar möchten wir jetzt über die Videospiele sprechen, über die Top-Videospiele aus dem Wrestling-Bereich. Und zwar haben wir hier ein ganz großes Highlight. Ich glaube, der einzige Artikel, der nicht direkt ein reiner WWE-Artikel ist, aber mittlerweile zu WWE gehört. Und zwar habe ich für euch ein Highlight. WCW vs. The World für die PlayStation 1. Ein Highlight, was man allerdings nur noch bei eBay zu kaufen hat. Und du willst den Preis, den es jetzt aktuell kostet. Genau, ja. Ein Sofortkaufpreis bei eBay. Oh. Von wann ist das Spiel original? Von wann das original ist? Warte, ich guck nach. Krieg ich raus. Ist Alex weiter drin? Es ist mit Scrooge Ding. Ich glaube, da war Alex White nicht mehr so relevant bei der WCW. Es ist von 1996. PlayStation 1, ne? Ja, das PlayStation 1. Und Alex White war nicht dabei. Skandal, dass er nicht dabei war. Dann muss ich direkt hier den Preis anpassen. Selbst Berlin war nicht dabei. Es tut mir leid. Der 96 war auch vor Berlins Zeit. Ja, wann war der denn da? Ich habe das gar nicht im Kopf. Da habe ich 99 oder irgendeinen Scheiß. Ja, so 98, 99 ist das gewesen dann, ja. Hauptsache Big Papa Pump ist dran. Und da hast du sogar Glück. Ist, glaube ich, sogar mit dabei. Also wir haben dabei Chris Benoit. War eigentlich gar nicht so schlecht. Chris Benoit, Dean Malenko, Eddie Guerrero sind mit drin. Gut, dann kommt The Giant, Jeff Jarrett, Hulk Hogan, Lex Luger, Ric Flair, Rick Steiner, Scott Steiner, ja, ist dabei. Lord Steven Regal, Sting, Ultimo Dragon und noch so ein paar Fantasy-Wrestler. Also. Eine strange Auswahl. Ja. Einfach Kevin mal. Nash oder sowas? Oder waren die da? Doch, die waren auch natürlich. Ja, wenn Hulk Hogan da war, müssten die auch schon da irgendwo aufgetaucht sein. Ne, irgendwie nicht. Dafür gab es. Nicht mehr drauf. Yushin Thunder Liger in einer anderen Rolle. Wahrscheinlich haben sie da die Rechte nicht drauf gehabt. Der hieß dann Abispa. Auch schön. Okay. Ja, viel Schönes dabei oder auch nicht. Wie ist denn euer Tipp? Wir fangen mal mit Felix an. Felix, was tippst du? Ich habe 23 Euro. 23 Euro vom Felix für das gute WCW gegen die Welt. Levaniel. 12 Euro. 12 Euro vom Levaniel. Sebastian. 20 Euro. 20 Euro. Und Daniel zu guter Letzt. 1999. Wir haben hier jemanden, der fast eine Punktladung hingelegt hat.
Sehr respektabel. Und das ist der Levaniel, ganz genau. 12,90 €. 12,90 € kostet das gute Ding. Geil. Unglaublich, ne? Einfach kaufen. Ja. Weiß nicht, ob es jetzt noch da ist. Ich hatte heute mal geguckt, da war es noch da. Vielleicht ist es jetzt schon verkauft. Ja, aber Digga, das ist doch eh die Idee. Kauf dir einen Haufen solche alte Spiele und mach daraus dein eigenes Merch und dir doch was raufsprayst. Ja. Oder ein Sticker, dann verkaufst du einen Zehner mehr. Ja. Richtig, ja. Das ist auch eine gute Idee. So, und zu guter Letzt, es wird ja jetzt kälter. Wir brauchen jetzt Jacken. Und wir brauchen natürlich Jacken von großen Stars der WWE oder vielleicht auch WWF. Und dazu habe ich natürlich nochmal ein Highlight aus dem WWE-Shop mitgebracht. Und zwar dieses farbenschöne Highlight. Und zwar die Original Undertaker Vintage Fanjacke. Ist er nicht hübsch? Die ist wirklich geil. 90er-Jahres-Stil. Undertaker Classic. Ach du. Haha. Du Heilige. Ja, hübsches Ding, ne? Die erinnert mich immer an diese Jacke. Es gibt beim Karate mal einen Fan, der so eine alte WCW-Jacke hat, die auch so ähnlich aussieht. Nur halt in Rot und Weiß. Ja. Ich finde die Jacke auch ganz cool, muss ich sagen. Ich finde eigentlich, wen die total gut gepasst hätte, wäre Francis Caspin zu seinem Outfit so oben drüber nochmal im Winter oder so. Das stimmt, ja. Das wäre was gewesen. Und die gibt es aktuell noch zu kaufen? Die gibt es aktuell im WWE-Shop zu kaufen. Das ist eine Vintage Collection, die gerade. Ah. Da gibt es mehrere in diesem Stil. Und natürlich ist mir die Undertaker-Jacke am wichtigsten. Das ist quasi eine Aktion gerade. Ja, die ist schon länger, die Aktion. Ich glaube, die wird auch noch länger laufen, weil die alten Sachen verkaufen sich ja immer noch relativ gut. Also, kann ich mir gut vorstellen. Ich bleibe trotzdem bei meinem Preis. Ja, habt ihr euch eure Preise überlegt? Ja. Dann würde ich sagen, wir fangen diesmal bei Levaniel an. Was sagst du? So Undertaker, Vintage-Jacke. Ich sage 69 Euro. 69 Euro von Levaniel. Nice. Sebastian. Bin ein bisschen günstiger, 47,99. 47,99 von Sebastian. Daniel. Ich habe 79,99 genommen. 79,99. Und Felix. Ich dachte, Vintage-Fans kann man auf dem Geld abschöpfen, 140 Euro. 140 Euro, nicht schlecht. Ja, kann aber sein. Und wisst ihr, ja, wisst ihr, was das Gute ist? Der Felix hat recht, aber er nimmt ihn zu wenig Geld weg. Die was? WWE möchte für diese Jacke 184 Euro haben. Was? Ja. Recht, aber ja, gut. 184 Euro für dieses Schmuckstück an Wrestling-Merch. Die gute Undertaker-Jacke. Ich würde für das Ding, glaube ich, keine 50 bezahlen. Aber das ist ja Geschmackssache. Das muss ja jeder wie er es mag. Ist halt, speziell, nennen wir es mal so. Hm? Ja. Also das ist, ja, wie gesagt, muss man es mögen, weiß ich nicht. Man kann. Man muss natürlich nicht. Das heißt, was haben wir denn hier an Punkten zu verteilen? Wir haben einmal den Sebastian, der jetzt auf seine ersten Punkte gekommen ist und der jetzt bei 5 Punkten steht. Ja. Wir haben einmal den Felix, der steht schon bei 10 Punkten. Na, geht voran. Wir haben den Daniel, der noch zurückhaltend ist und noch bei 0 Punkten steht. Die letzten werden die ersten sein. Und wir haben den Levaniel, der ebenfalls schon bei 5 Punkten steht. Das heißt, nach unserem aktuellen Punktestand, hier könnt ihr es auch selber nochmal sehen, haben wir Wayne Felix führend vor Sebastian Levaniel und Daniel grüßt von hinten. Und von uns allen schönen Gruß an den Chat. Danke fürs Mittippen. Er sagt teilweise auch recht nah dran, also recht gut auch, muss ich sagen. Aber auch bei euch überbieten ist auch hier immer möglich. Hört mal, so schnell haben wir unser erstes Spiel schon durch. Ihr habt schön geraten, ihr habt eure ersten Punkte eingeheimst und wir würden dann langsam aber sicher ein Spiel weiter wandern. Und zwar würden wir einmal zu dem guten Spiel mit dem schönen bildlichen Namen Who's Tats Are These? Wir schauen uns also an, welche Tattoos gehören zu wem. Der Undertaker gehört da nicht rein, den habe ich vergessen auszublenden. Den hat Gott sei Dank keiner tätowiert, das ist noch viel schlimmer da oben, was man da sieht. Das heißt, wir betrachten jetzt Tattoos von Wrestlern, also Ausschnitte. Und ihr müsst erraten, welchem Wrestler diese Tattoos dann gehören. Also wir sehen jetzt kein schlechtes Tattoo von irgendeinem Wrestler und müssen raten, welcher Wrestler darauf abgebildet ist, sondern... Nein, genau. Ah, okay. Das wäre auch schön. Das wäre auch schön, ja. Aber da gibt es auch genug von. Mit Sicherheit. It's is my life. Oh Gott. Genau. Jetzt hast du es gesehen, ne? Ja. Das war, glaube ich, sogar mal bei einer Show, wo die so schlechte Tattoos wegmachen. Da war dieses Tattoo sogar mal
im Fokus. Tja. Die Jacke ist sogar noch reduziert worden auf 112, siehst du mal. Da war mein Wissensstand noch ein bisschen älter als eure. War so heute Morgen noch teurer. Aber gut. Mein Datenstand ist der, der jetzt gerade erzählt. Aber trotzdem danke fürs Nachschauen. Okay. Schauen wir aufs erste Tattoo. Da dürft ihr natürlich alle wieder raten. Und zwar unser erstes Tattoo. Ausschnitt. Das folgende. Wir haben hier eine Schönheit mit einer Kisszunge, mit einem hübschen Kopfschmuck und mit einer durchaus kreativen Albert-Einstein-Frisur, würde ich sagen. Ohrringe, für die Jeff Hardy neidisch wäre. Hübsche Augenbrauen. Pausbäckchen. Recht schön dargestellt. Seid ihr alle schon soweit? Habt ihr schon eine Idee? Ja. Fangen, glaube ich, mit das recht einfachen an. Mal gespannt, wer es erkannt hat. Alle durch? Ja. Dann schauen wir doch mal. Also, fangen wir um an. Sebastian, was hast du gedippt? Alistair Black. Alistair Black. Daniel, was tippst du? Alistair Black oder Tommy. Ah, Felix. Alistair, Tommy. Tommy. Und Levania. Ja, ich hab verkackt, ich hab ihn mager. Naja, so schlecht ist das jetzt auch nicht. Also. Oder? So. Tommy nennt man ja auch den niederländischen Umaga. Ja. Das ist auch dasselbe, oder? Ja, genau. Natürlich habt ihr recht, für den Einstand Alistair Black, Tommy End mit seinem schönen, mit Brust-Toupet, wie man Tattoo, wie man es immer nennen will. Hübsche Abbildung. Kann man machen. Also, 3 von 4 richtig getippt. Ich bin begeistert. Umaga? Ich finde Umaga aber auch gut. Geil. Umaga hatte auch einige Tattoos. Aber ich muss sagen, ich kann mir das bei Umaga schon gut vorstellen. So vorne so auf der Brust hier. Ja, ginge, ne? Ja, warum nicht, ne? Kann man machen. Gibt schlimmere. Ja, definitiv. Okay, Mensch, das gehen wir schnell. Dann gucken wir auf den zweiten Ausschnitt, auf das zweite Bild. Und zwar fangen wir an mit diesem. Wer das zuordnen könnt. Ein weiteres Tattoo, diesmal ein Schriftzug. Bill Patience ist hier gefragt. Für den, wenn jetzt Otto sagen würde, was heißt das? Kleiner Patient vielleicht. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen Geduld. Du haust da mal jetzt raus. Ja, hör mal. Weißt du was? Ja, das ist die Frage. Weiß man das? Ja, man kann es auf jeden Fall sehen. Es liegt auf einer sehr, sehr offenen. Aber wer wird sich sowas tätowieren? Überleg doch mal. Ist das eher ein Tattoo für Männer oder für Frauen? Vom Schriftgrad vielleicht auch, von der Schriftart. Dieses etwas schnörkeligere. Etwas sind wir hier nur bei WWE-Leuten oder sind wir auch bei WXW-Leuten? Nur bei WWE. Also. Dachtest du Andi oder? Bei Norm. Oh. Ich glaube, bei Andi am Hals, wo der Undertaker Sarah stehen hatte, ne? Ich glaube, da steht das. Ne, da steht wie Ullmann Management. Ah ja, okay, stimmt. Ja. Das Logo. Obwohl, hat er das Logo nicht als Arschgeweih tätowiert? Doch, das hat mich. Hat Andi nicht wie Steve O sich selbst so auf dem Rücken? Ja, der ist auch gut, ja, ist auch schön. Das würde ich ihm auch noch zutrauen, ja. Stimmt, hast recht. Ja, habt ihr einen Tipp? Irgendeine Idee? Keine Ahnung. Im Chat kommt der Tipp Peyton Royce. Mhm. Mal schauen, ob sie das vielleicht ist. Gut. Dann würde ich sagen, wir fangen beim Daniel an, wenn ihr soweit seid. Ja, ich habe einfach mal Selina Vega. Du hast einmal Selina Vega. Beim Tommy, jetzt sind wir einfach eins weiter. Sehr schön. Felix. Ich habe Carmella. Carmella. Daniel. Keine Ahnung, ich habe Layla. Layla. Kennt ihr noch jemand? Das war ja. Lay Cool, genau. Das fand ich Layla aber auch die bessere von den beiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Sebastian. Und Shooting. Ja, ich weiß nicht, ob es richtig geschrieben ist, aber Aaliyah. Aaliyah, das ist die Dame im Wombat Stone Brand, ne? War sich irgendjemand sicher hier? Ja, genau. Nein. So soll es ja sein. Aber ihr seid schon mit der Dame gut, weil es eine Dame ist. Nur nicht so ganz die richtige. Das ist nämlich diese Dame. Das ist Charlotte Flair. Oh. Charlotte Flair hat das auch im Unterarm stehen. Okay.
Kann man sehen, muss man nicht. Aber es ist halt eine Stelle, wo man es sehen könnte, theoretisch. Ja, sie war jetzt auch schon länger nicht mehr im Fernsehen. Ja, das stimmt. Ja. Aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Kann ja passieren. Okay. Charles Fair als Nummer 2. Gehen wir auf den dritten. Den könnt ihr wahrscheinlich am ehesten schon wieder kennen, weil der doch sehr bekannt ist. Das Symbol kennt man zumindest schon mal. Im musikalischen Bereich. Ist nicht die Kiste ungefähr, aber ist was von den Richtung Stones. Da kennt ich sehe ja, klar, Bauter. Alexa läuft mit den White Ink Tattoos rum. Richtig, da ist sie auch ganz stolz drauf. Postet sie auch immer mal wieder. Alexa ist eine von den wenigen Westerinnen von WWE, denen ich noch folge bei Twitter, Instagram, weiß ich nicht. Bald fair wurde richtig geraten. Peyton Royce war es nicht. Habt ihr jetzt schon einen Tipp für das neue Tattoo? Nee, noch nicht. Noch ja, nicht. Dann machen Ruhe. Wir sind dann hier. Ja. Darf man noch zwei Tipps machen? Nö. Kannst du machen, aber es zählt nur der erste. Also. Fühl dich frei. Du kannst auch 10 aufschreiben. Ich zähle nur den ersten. Fies. Das, da es ja nicht noch eine Person sein kann, die wir schon hatten. So, Leute. Also, ich bin durch. Felix hat keine Zeit. Komm. Ja, ja, zack, geht. Zack, zack, nee, mach ruhig. Ich schreibe gerade. Ja, Felix, dann fang doch mal an. Ich will noch warten, bis. Der Bastian ist fertig. Der ist auch fertig? Ich habe geschrieben Jericho. Jericho. Weil der hat so einen Musikerarm. Mhm. Dann der Daniel. Ich hab CM Punk tatsächlich. Du bist noch nicht gefragt, du wieder runter den Zettel. Levaniel. Levaniel, nicht Daniel. Ich hab HBK. HBK. Sebastian. Ja, ich hab Bray Wyatt. Ich hab keine Ahnung, ob es richtig ist. Aber Wyatt ist auch cool, ja. Daniel. So, jetzt große Überraschung, ich hab CM Punk. Hier im Punk. Du meinst, unter der Pepsi-Dose oder dem Pepsi-Logo ist noch eine Zunge? Ja. Dann schauen wir doch mal. Blenden wir das hier mal aus. Darf ich noch meine anderen Tipps sagen? Ja, gerne. Sonst hätte ich noch Edge oder Fandango gesagt. Wie gut hast du mit allen? Hat auch einen Haufen. Fandango? Ja. Der hat aber sehr viel am Bein, ne? Nicht so viel unter am der Hose, Bein. Ja. Und am Arm, der ist total. Ja, stimmt. Ach, stimmt auch okay, mittlerweile. Ja, aber Levan, ich kann dir sagen, deine Tipps wären alle drei falsch gewesen. Jawohl. Aber macht ja nichts. Aber der Felix hat gut getippt. Das ist nämlich der gute Chris Jericho. Etwas älteres Bild. Oha. Hat nämlich am linken Unterarm hat er das Ganze. Das ist sein Musikerarm. Das habe ich irgendwann mal gesehen oder gehört oder gelesen. Oder ah, okay. Weiß der Geier was. Witzig. Der. Wusste ich auch noch nicht, dass er so... Sehr gut, Chris Jericho. Auch diesen haben wir ja abgegeben. Jetzt kein aktueller WWE-Wrestler mehr, aber halt einer der bei WWE wohl am bekanntesten geworden ist über die Jahre. Kommen wir zu Nummer 4. Einmal der Ausschnitt für euch zum Prüfen. Was haben wir hier? Wir haben ein Herz im Käfig. Das ist ein, na, wenn es Käfig ist, ich weiß nicht so genau. Bei ihr ist es auch einfach nur eine mathematisch-künstlerische Form. Das Ganze schön durchblutet, schön rot. Verdammt, das kenne ich. Ja, natürlich kennt man das, Leute. Das kennt man, ja. Felix, der Alleskenner hier, das ist unglaublich. Ja. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich dachte, man tut mal einfach so, als hätte man Selbstbewusstsein. Ich weiß es schon. Ich glaube, ich, glaub ich, ich weiß sogar, auf, an welcher Stelle es ist, aber... Ah, doch, sorry. Ja, dann. Dann tipp doch mal. Zwischen den Beinen, hast recht. Deswegen sieht man es auch so oft. Jemand, dem öfter die Hose ausgezogen wird. Ich weiß es. Und, alle getippt? Ja. Was hast du denn überlegt noch? Ja, ich schreibe gerade auf, ja. Okay. Das ist bestimmt falsch, aber... Naja, gucken wir mal. Levaniel, darfst beginnen. Ich habe Baron Corbin. Baron Corbin, vielen Dank. Sebastian? Ja, Albert, der ehemalige Albert. Ach, Albert. Aber Daniel? Ich habe King Baron Corbin. Baron Corbin? Den gibt es nicht. Es gibt nur King Corbin oder Baron Corbin. Ja, genau. Gibt nur eines von beiden. Und ich habe einfach nur Corbin. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Gut getippt. Ich wollte fast CM Punk aufschreiben. Ja, einmal natürlich. Den hatte ich vorhin einfach mal aufgeschrieben, weil ich mir sicher war, der kommt noch. Der hat auch Tattoo, ja. Ja, der hat so ein, zwei, der CM Punk. Ja, Baron Corbin, mitten auf der Brust, das Tattoo. Hätte gerne, ist mein Umaga. Ist kein Umaga. Wäre aber eins für Umaga vielleicht auf den rechten Oberschenkel gewesen. Hoffentlich kommt Umaga.
Und wie kommt ihr? Ja, vielleicht hast du Glück. Vielleicht werden wir sehen. Machen wir weiter. Dann gehen wir nochmal in den nächsten Ausschnitt. Und zwar haben wir hier ein Pferdchen, würde ich sagen. Könnte auch ein Seepferdchen von Aquaman sein, wenn ihr den Film mal gesehen habt. Die sehen auch so ein bisschen in die Richtung aus. Ein schwarzes Pferd, was hier als Tattoo über den Körper galoppiert. Das kenne ich, aber ich ja, weiß gut, dass nicht, so wie es gehört. Ja, wer könnte sein? Wer hat mit Pferden zu tun? Gehen wir doch mal durch. Wen haben wir denn bei der WWE jetzt aktiv oder früher aktiv, der mit Pferden zu tun hat? Die Smoking Guns als Cowboys vielleicht. Das wäre so ein richtig beschissenes erstes Tattoo, was man haben kann. Mhm. Ich glaube, in die Richtung geht es tatsächlich auch. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das erste war. Kalisto wird getippt im Chat. Oder war das auf das davor? Das weiß ich nicht mehr so genau. Könnte auch sein. Wer hat denn noch mit Pferden zu tun? Wen können wir denn da zuordnen? Ist bei der WWE aktuell. Jetzt ist aber doof, wenn man mit dem Tipp geht, der da im Chat gegeben worden ist. Geh doch nicht in den Chat. Ja, er hat genau. Vorgelesen. Er hat ich lese vorgelesen. Die Tipps nur vor. Ja, könnt nein, aber ich glaube aber nicht, das wäre jetzt hier, wenn das mit den Pferden jetzt hier eine falsche Route fehlte, dann wäre das ja fies, ne? Nein, aber man könnte es ja darüber herleiten. Das ist vielleicht damit. Bitte? Keine Tipps bitte zu aktuellen Bildern. Das ist, finde ich, ist Wettbewerbsverzerrung. Dieses kompetitiven Sports. Genau. So. Nein, das ist auch kein direkter Tipp. Ja. Ich dachte nur, vielleicht kann man es darüber herleiten. Wie man zu diesem Tattoo kommt. Das wäre irgendwie Juniors erstes Tattoo oder so. So hier, genau auf so einer Stelle oder so ganz Train. Das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein erstes Tattoo wie bei Kevin Owens, das mit dem, wo er sich von The Rock den Bullen da drauf gemacht hat. So ein bisschen, okay. Ich mach mal eins und als Bezug auf jemand anderen vielleicht. Ich weiß nicht, ob es daher kommt. Aber so ein erstes Tattoo, ja, sieht ein bisschen danach aus, ne? Ich rate jetzt anders. Das ist auch ein Gefängnistattoo, man weiß es nicht. Nee, das sieht nicht aus wie ein Gefängnistattoo. Ich hab jetzt was aufgeschrieben, ja. Okay. Haben alle eine Antwort? Ja. Ja? Wir waren jetzt da dran, da warte ich noch kurz. Ja, okay. Und da darf Sebastian wieder anfangen. Ja, Akam. Akam von den AOP. Ja, genau. Eine. Jetzt nicht mehr unter Vertrag, aber bis vor kurzem noch unter Vertrag bei der WWE. Daniel. Ich habe jetzt einfach mal Lince Dorado genommen. Lince Dorado. Felix. Ich dachte, es ist halt ein Cowboy, also Wyatt. Wyatt. Ja. Und Levaniel zum Letzt. Ich habe jetzt Ray aufgeschrieben. Ray. Ich kann euch sagen, ihr seid alle mal gar nicht so nah dran. Oder Cowboy Bob Orton. Cowboy Bob Orton, ja. Schaut mal, wer das hat. Daniel, ich hätte mehr Arbeit. Oh nein. Dustin Rhodes. Goldust. Ach, Daniel, also jetzt bin ich echt enttäuscht. Was ist denn los? Das ist wirklich. Der ist, glaube ich, auch mal als Cowboy irgendwann angetreten am Anfang, ne? Den haben sie auch mal einen Cowboy-Hut aufgesetzt. Da hatte er aber diese Tattoos noch nicht. Und dann hat er auf einmal angefangen, einen Anzug zu tragen. Ach Mann, ey, das ist ja jetzt echt, das ist peinlich. Ja, man kann nicht alles haben. Aber es müssen ja auch ein paar schwere Tattoos dabei sein, sonst wird es ja langweilig. Ja, soll's. Also ein bisschen was an Herausforderung muss auch noch dabei sein. Finde ich zumindest. Muss mir mehr ansehen, definitiv. Noch mehr. So, das heißt, bei den Guten, das den hat keiner den getippt. Dann gucken wir doch mal weiter. Wir haben noch eins für euch. Ein letztes für diese Runde. Und zwar haben wir hier für euch noch, das ist, glaube ich, nochmal ein einfacheres, ein Flügeltattoo. Wer fliegt denn hier durch die WWE? Für wen ist dieses Tattoo geeignet? Das ist ein einfaches. Vielleicht hat die Person auch einfach nur einen Vogel und hat deswegen Tattoo am Rücken, man weiß es nicht. Kann sich nie so ganz sicher sein, woher die Tattoos kommen. Also ich bin mir ja sehr sicher, das schon mal gesehen zu haben. Ich kann es aber gerade nicht einordnen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie gesehen, tatsächlich. Ich weiß es. Sehr gut. Da muss ich jetzt auch wieder raten. Ich muss auch raten, aber ich bin gespannt. Nee, warte mal. Nee, doch nicht. Noch kannst du ändern, wenn du möchtest. Nee, passt schon. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Achso, nee, kann ja gar nicht. Warte mal. Es ist nicht Booker T.
Es ist nicht Booker T, genau. Ist auch nicht Michael Cole. Und Dustin Rhodes ist es auch nicht, das kann ich euch schon mal sagen. Die bis jetzt dabei waren, könnt ihr komplett ausschließen. Umaga noch nicht, das habe ich nicht gesagt. Ich bin soweit, ich bin fertig. Umaga nicht, da muss ich ändern. Nee, den kannst du noch nicht ausschließen, meine ich. Also. Daniel, bist du auch schon soweit? Ich gebe mir noch eine Sekunde. Ja, du siehst auch so fragend aus. Ich mach's jetzt einfach. So. So. Dann bin ich mal gespannt. Dann fangen wir noch beim Daniel direkt mal an. Ich habe jetzt Ricochet aufgeschrieben. Ricochet für den Daniel. Felix. Ich habe einfach mal Lita aufgeschrieben. Lita. Oh, auch nett. Mit Bart. Wir waren ja. Kein Bart. Ach, stimmt, da ist ein Bart. Ich habe Kofi Kingston. Kofi Kingston. Und Sebastian. Ich habe Angel Garza. Angel Garza, der sich ja leider gerade verletzt hat, da will der Name ja zu Engelsflügeln passen, ne? Dann gucken wir doch mal, wenn wir da haben. Wir haben einen Sieger. Wir haben eine Punktlandung. Ich habe den Bart nicht gesehen. Idiot. Da ist die Punktlandung. Ja, das war Lita zu ihren nicht prominenten Zeiten mit Bart. Nein, das ist Kofi Kingston natürlich. Wir waren ihn einmal richtig gesetzt auf den guten Kofi. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, das waren unsere hübschen Tattoos, die wir hier uns angeschaut haben. Ja. Also ein paar schöne gesehen. Das waren sehr schön, ja. Ja, ne? Schöne Sachen bei, finde ich auch. Also gerade hier so die hübschesten natürlich, das von Dustin Rhodes, finde ich. Das ist so. Deswegen hat er vielleicht den Anzug auch angezogen wegen dem Tattoo. Man weiß es nicht so genau. Vielleicht kam was davor. Naja, Geschmackssache, ne? Gut. Damit hätten wir sogar schon die zweite Kategorie. Wir sind richtig flott. Eine Dreiviertelstunde gespielt. Zwei Kategorien durch. Die nächste dauert eh ein bisschen länger. Dann würde ich sagen, wir steigen mal langsam ein in unsere nächste Runde. Oh, könntest du vorher noch die Punkte einmal durchgeben? Ja, natürlich. Kann ich Punkte durchgeben. Dafür muss ich die Punkte nochmal kurz anpassen. Kleinen Moment. Und zwar, der Sebastian steht aktuell bei 9 Punkten. Der Daniel steht aktuell bei... Daniel, da habe ich den Daniel. Steckt aktuell bei 4 Punkten. Der Felix steht aktuell bei sage und schreibe 16 Punkten. Maschine, ey. Und der Levani steht aktuell genau wie der Sebastian bei 9 Punkten. Das ist okay. So, dann machen wir nochmal hier die Punkte zu sehen für euch. Die können wir ruhig mal stehen lassen während des Spiels. Das heißt, wir haben im Moment führend noch immer Felix und danach folgen schon Bastian, Levaniel und Daniel räumt das Feld noch von hinten auf. Danke, dass du es nochmal so erwähnst. Ja, Denunzierung ist hier immer gerne gegeben, wenn du dir das wünschst, ist gar kein Problem. Weißt du, Mobbing ist immer für 2 von 3 Leuten okay. Gut, kommen wir weiter in die nächste Runde. Nächstes Spiel. Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen heute, das ist das Kreativspiel unserer Runde, und zwar ist das Artist Collection. Jetzt dürft ihr euch kreativ ausbeuten, das heißt, ihr braucht einen neuen Zettel, ihr braucht einen Stift und ihr müsst gleich etwas zeichnen. Als erstes zeichnet der Sebastian für Daniel, das heißt, Daniel, du darfst jetzt einmal Augen schließen, Kopf am Tisch legen, genau, das ist das Beste. Und ich blende einmal ein, was der Sebastian jetzt zeichnen darf. Wer kriegt denn die Punkte dann? Beide? Oder? Der errät. Der errät, das heißt, wenn ich es richtig scheiße mache... Ja, gut, das wäre jetzt, wie hieß das recht? Ja, normalerweise ist auch für beide. Gut. Im Original. Ah. Dann machen wir einfach für beide. Okay. 5 Punkte gibt es jeweils. Bitte keine Brüste malen, die kann ich, die darf ich noch nicht sehen. Könnte man aber ja gut machen. Habe ich irgendwie Zeitlimit, oder... Ja, wenn du jetzt dir das gemerkt hast, blende ich es wieder aus. Ja. Okay. Und jetzt hast du eine Minute Zeit. Daniel, du darfst wieder schauen. Ich darf wieder sehen. Okay. Umaga. Achso, wir sind noch nicht so weit. Er soll noch keine Brüste malen, hast du gesagt. Gott, ja. So, es ja, Kofi wurde genauso. Es gibt eine Spezialrunde in der WrestleTalk-Version, wo sie den Stift in den Mund, im Mund haben müssen. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal. Auch schön, ja. Oh Gott, Alter. Das geht so in die Hose, ey. Oha.
hast ja gesehen in den Vorrunden, wie gut ich bin. Also das wird sicher was. Ja, das wird schon alles gut gehen. Ich bin mal gespannt. Sebastian, wir waren eine kleine Kunstnote in der Schule. Kunstwerk? Nee, so 5, 4. Also, nee, 5 nicht, aber 3, 4. Ich wollte sagen, in Kunst eine 5 kriegen, das ist schon eine Herausforderung, ne? Ja, ich sag lieber nix. Du wirst ja sehen, warum. Darf ich zeigen, wenn ich fertig bin? Ja, die Zeit ist jetzt gerade abgelaufen, du darfst das jetzt zeigen. Ja, dann. So. Und Daniel hat jetzt 3 Minuten Zeit zum Raten. Wir sehen also da so ein paar Striche, da steht einer und da wirft einer irgendeinen Menschen und der hat ist irgendwie tot, glaube ich, weil der hat Schärfe. Hast du ein bisschen nach links noch, bitte? Der hat eine Schärfe. Okay, nach rechts von dir aus. Achso, ja. Gut, also, danke. Also wir haben einen Toten, würde ich sagen. Hm. Und wir haben so Linien, die da so gezeichnet sind. Die Arme werden nach oben. Also es soll, glaube ich, ein Ring sein. Toter im Ring. Oh je, nee, das glaube ich jetzt nicht, nein. Vor allem ein Ringer 3 sei das, lass dich doch nicht verwirren. Oh Gott, ja stimmt, scheiße. Ja, da war vielleicht schon am Abend ein Seil gerissen, das weiß man ja nie. Ja. Es ist ein Wrestling-Moment, ne, so viel. Ne, ja, so ja. Viel ist schon mal richtig. Ich habe jetzt nichts aus dem Bachelor genommen. Jetzt noch 2 Minuten 12, 3 Minuten insgesamt. Das war lang. Ja, also da kann ich ja noch, also ich habe schon so eine Tendenz natürlich, ne? Also, ne, aber der Ring, der irritiert mich dann. Wenn es jetzt irgendwie, sag ich mal, ein Friedhof wäre, dann wäre ich schon, hätte ich schon eine bessere Tendenz. Oder bringt, macht doch ein Friedhof auch viel mehr Sinn. Ja, genau, richtig, genau. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ist es vielleicht gar kein Toter? Und es ist nur jemand, der sehr sporadisch mit seiner Gier haushält. Könnte natürlich auch sein, dass er nur eine Schärpe hat und mehr nicht. Wenn er zum Ring kommt. Das könnte auch sein. Aber ich glaube, ich gehe mal jetzt auf den Toten. Also ich würde sagen, es ist ein Toter. Ja, ich gebe jetzt einfach einen Tipp ab. Es wird nicht besser. Ich sage, das ist hier Big Show und Big Boss Man. Ja, dieser Funeral Angle. Big Show, Big Boss Man, Funeral Angle. Okay. Ja, mit dem Sarg, wo er da drauf liegt und dann gezogen wird. Wir erinnern uns. Ja. Okay, ja, ein bisschen was her. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du sagst zu unserem Ergebnis. Ja. War knapp neben Big Show und Big Boss Man. Ja. Sind's Hogan und Andre sind es. Ja, gut. WrestleMania 3. Ja, wenn der Tote jetzt etwas näher an den Armen gewesen wäre oder so. Naja, okay. Oder, hat die doch weggeworfen. Zumindest oder hat er das. Bayros-Bad oder sowas in der Richtung. So ein Tipp, das wäre noch cool gewesen. Zumindest hat er den Volumenunterschied dargestellt. Ja. Okay, ich glaube dir deine Kunstnote wieder. Ist alles in Ordnung? Okay, gut. Kein Toter, okay. Kein Toter, genau, kein Toter. Okay, dann würde ich sagen, hier gibt es keine Punkte in dieser Runde für euch. Nächste Runde ist der Daniel, der jetzt malen darf. Und zwar für den Felix. Ich muss die Augen zumachen, ja, oder? Ja, du darfst die Augen jetzt zumachen. So. Und ich blende einmal für Daniel ein, was er malen soll. Felix, bist du denn Kunstkenner? Was ist denn für dich gute Kunst? Jetzt gemalte Kunst, weiß nicht. Es ist immer das Klischee, aber ich glaube, heutzutage sagt man immer Impressionismus, oder? Weil das unserem Zeitgeschmack am nächsten kommt oder unserem, was wir geil finden. Nö, mir ist Kunst eigentlich, ich bin da nicht so deep drin. Magst du denn Fotografiekunst? Wie man schöne Fotos macht. Passt schon, also Janice macht immer super Fotos. Mhm. Janice Merkowski kann man mal bei Instagram folgen und so weiter. Olli Sender auch. Da gibt es bestimmt noch Leute, die außer von Westen geile Fotos machen, aber ja, bestimmt. Davon weiß ich nichts. Wir auf jeden Fall nicht. Wenn ich unsere Fotos von den Shows manchmal sehe, als kann ich meine Augen wieder aufmachen eigentlich? Oder? Na, darfst du, ja. Kannst du gerne wieder aufmachen. Danke. Hätte ich auch vorher sagen können, aber es sah gerade so lustig aus. Hm. Ja, hey, du hast recht. Hin. Hm? Komm. Ja, noch 15 Sekunden. Die Essenz ist doch schon da, das spiel ich doch. Die Essenz ist da, ja. Also meinetwegen können wir auch schon loslegen. Ja, dann. Er wird es, glaube ich, erraten. Voll frei, dann zeig mal. So, das muss man ignorieren. Die Pipebomb von CM Punk. Wunderbar. Respekt. Ist da jetzt schnell drauf gekommen. Ein Mikrofon und eine Bombe. Ja, gut, okay. Ich bin gar nicht gekommen, dass man das so einfach malen kann. Das war nicht schlecht. Ja, ich auch nicht. Das ist nicht schlecht. Gut, dann darf jetzt der Felix malen. Und zwar für den Levaniel.
Ronny, du darfst einmal die Augen schließen. Oder ich hab dich. Und ich zeig einmal an, was du malen darfst. Du sagst mir Bescheid, wenn du bereit bist, dann nehme ich's weg. Ich bin bereit. Und deine Zeit läuft. Eine Minute, Levani, du darfst wieder gucken. Ronny? Ja, wenn du möchtest. Ja. Okay. Oh, Daniel, dafür, dass du meinst, ein bisschen Kunst so schlecht, sah es gar nicht so schlimm aus. Konnte man ja nachvollziehen. Ich hatte zwischenzeitlich mal eine 2, aber sonst hatte ich tatsächlich immer die 5. Oha. Auch wenn der Lehrer selbst die Hälfte vom Bild gemalt hat, war es trotzdem immer noch eine 5. Keine Ahnung, ich bin einfach nicht künstlerisch begabt. Wie viel Zeit habe ich noch? Noch 20 Sekunden. Bei Levande ist die Kunst ja die Kunst des Wortes. Kannst du denn auch gut zeichnen oder malen? Gucken wir mal. Wahrscheinlich eher, also singen kann ich gut, aber. Okay, das halte ich mir fest fürs nächste Mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich das malen soll. Das wollten wir ja sowieso 2, 1, 0. Es tut mir leid. Dann versuch's mal zu zeigen. Da ist irgendwie ein. Bisschen höher, bitte. Das Bild? Bisschen höher, Felix. Ja, irgendwie der sieht aus wie ein Totenmann, sieht aus wie der Undertaker, aber auch irgendwie wie noch das Hammer- und Sichel-Zeichen oben. Kannst du noch ein bisschen höher halten? Verständlich. Ja. Kann ein bisschen zurückgehen. Ist das ein WWE oder auch anderer Moment? Das ist auch ein anderer Moment. Im Moment gibt es vielfältige, das kann auch nicht WWE sein. Kann nicht WWE sein. Ja, ja, genau. Ich finde die Zeichnung sehr gut. Also finde ich auch gar nicht so schlecht. Also. Dann ich hätte sie ähnlich gemacht, glaube ich, ja. Es ist der Ilya Return im Jesus Magister in Freeway Dance. Respekt. Geil. Ganz genau das ist es. Geile Nummer. Sehr gut. Ich war beim Rusev WrestleMania Entrance mit dem Panzer. Aber Hammer und Sichel hat wenigstens noch 2 Leute eingegrenzt. Ja, das ist ganz gut. Ja. Im Ring 3 Leute gesehen und das ist ja klar. Sehr klar. Wie war denn das Erlebnis, Rusev mit dem Panzer zu sehen? Hä? Diese Vorstellung, wenn du jetzt da Rusev reingemacht hättest. In dieser Tasche. Meinst du gerade, was bei Rusev mit dem Panzer? Ja, der ist ja auch irgendwie mit Hammer und Sichel. Ja, ja. Der Bulgare, der immer als Russe aufgetreten ist, ne? Bulgare ist er, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Alles das Gleiche. Ja, ja, ist das Gleiche. Kanadier. Für WWE hinter alles Deutschland alles ein Land. Ganz genau. Gut, dann darf als nächstes der Levanier malen. Und zwar für den Sebastian. Ja, ich. Ja, du machst mal dunkel und Levanier, du kriegst einen Text und du sagst mir, wenn du soweit bist, wie ich es wieder ausblenden darf. Yes. Ich muss mir kurz farbliche Stifte holen, darf ich das? Ja, ja, mach ruhig. Dann, ja, hau rein. Feuer frei. So. Bin gespannt. Ja. Hast du eigentlich so ein Stabilo-Mäppchen da stehen? Ich hatte sowas auch mal. Deswegen frage ich. Wer nicht? Ja, diese. So geil beeindruckt, wenn du jetzt ein perfekt gezeichneter, irgendwie so eine schraffierte ja. Hochhalten würdest. Wo er so abhusten muss am Ende. So. Ja. Du hast einen Holzschnitt draus gemacht. So kurz aus Acryl, mit Acrylfarbe hier hingemalt. Ja, das wird gar nicht mal so schön, aber... Also, wenn man es erkennt. Dieser Ach, Rob so. Schamberger, der für WWE diese Zeichnungen macht da. Meinst du die, dieses, die Serie auch draußen entstanden ist? Ja, wie heißt sie denn? Richtig, genau. Camp WWE ja, oder wie heißt? Nee, der zeichnet nicht, aber der hat eine YouTube-Serie, die heißt On the Canvas auf dem WWE-YouTube-Channel. Ah, okay, die kenne ich gar nicht. Ah, okay. Zeit ist rum. Ach, fuck. Da hättest du jetzt aber noch was anderes sagen müssen irgendwie. So, bitte einfach zeigen. Geht alles von den Punkten ab, was du jetzt so verbummelst. Ja, es gibt schon mal Punkte weniger.
du darfst. Aber nur für ihn, ne? Oh. Das ist gut gezeichnet. Also es sind zwei Leute. Einer hat schon noch die Haare oder die Kopf. Oh Gott, ich habe Angst. Ich finde das total gut gemalt. Oder auch so eine Würstchenkette im Mund, das geht auch. Ja. Winnie Würstchenkette. Ja, genau. Ein schlechter Mann. Also ich würde jetzt mal raten, da ich jetzt letztens erst die Doku gesehen habe, der Moment mit New Jack, wo er den Wrestler im Ring absticht. Ey. Ist gar nicht so nah dran. Ich blende mal ein, was es ist. Ja, ich denke auch, dass das sehr weit weg ist. Aber es ist eine interessante Idee. Ja. Ganz klar, ne? Ich fand das total gut erklärt, die orangen Haare von Becky Lynch. Ach. Ja. Okay. Ich dachte irgendwie, dass die dicke Person ein Messer in der Hand hat. Da war Hand. Ich hätte Nia Jax auch besser gemalt, aber ich habe die Zeit nicht im Es tut mir leid. Macht ja nichts. Okay. Kannst in der zweiten Runde wieder rausholen, du darfst gleich nochmal malen. Hier zwei Runden. Oh Gott. Ja, yeah. Natürlich. Bei dem Spiel macht zwei Runden. Es macht so viel Spaß. Weil zu viel Spaß war, ganz genau. Das nächste ist von Sebastian für Felix. Heißt, Felix darf wieder weggucken. Oh Gott. Und Sebastian darf jetzt gleich malen. Und zwar darf Sebastian das malen. Du sagst Bescheid, wenn du soweit bist. Und dann nehme ich es wieder weg. Hier ist gerade noch nicht, aber. Ja, es dauert einen Moment. Okay. Hast du? Ja. Gut, Felix, darfst du ja schauen. Eine Minute läuft. Felix, guck ruhig. Ja, ich wollte kurz bei mir. Ploppt das jemand so ein bisschen später auf? Ich wollte die Zeit jetzt. Ah ja, okay, stimmt. Der hat ein bisschen Delay. Hm. Stimmt. Muss ich euch nochmal 5 Sekunden mehr geben. Ist, wenn wir böse Wörter sagen, damit du es noch ausschneiden kannst. Penis. Keine Kosenamen. Oh je. Oh, Junge. Komm. Zeit verfliegt. Gib mir die jetzt noch 15 Sekunden. Da kann ich noch irgendwas dazu malen, was ist. Nee, die Essenz. Ja, okay, dann bin ich fertig. Reicht die Essenz. Hoffnung, mich selbst dazu überzeugen. Okay. Dann bin ich fertig. Dann würde ich sagen, zeig mal her. Darf ich? Okay. Ja. Und die Radezeit läuft. Das war der Moment, als die. Mir fällt der Name nicht ein, die Hand geboren hat von Mark Henry. Ja, es ist vollkommen richtig geraten. Ja. Neil Young gebärt eine Hand. Du hast sogar noch gesagt, von Mark Henry, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, mir fällt Ihr Name nicht ein? Neil Young. Young. Ja. Ist auch biologisch korrekt. Ja, ja, total nachvollziehbar. Das sah ein bisschen aus, hätte sie einen Klumpfuß, aber man kann es auch. Ich danke, dass du das Geburtenbild nicht anders gemalt hast, so die Perspektive um 90 Grad geschiftet. Hätte noch viel gruseliger werden können, das stimmt. Ja. Oha, oha. Gut, sehr gut geraten. Mejang gebärt an der Hand. Weitere Punkte für euch. Dann kommt als nächstes der Daniel, der für den Levaniel einmal wieder malt. Levaniel, du darfst dir die Augen schließen. Yes. Mach mal den Thomas Gottschalk-Test. Ja, genau. So, Daniel. Dein Text steht da, du sagst mir Bescheid, wenn du es hast. Okay. Ja, ich leg los. So, jetzt müsste Levani auch wieder schauen dürfen. Und was dauert jetzt raus? Ja, aber wirklich, wenn er mit der Hand das Bild gedreht hätte, dann wäre es ganz schlimm geworden. Oder in so einem Gynäkologenstuhl noch gemalt oder sowas. Wow. Ganz gruselige Vorstellung. Aber du hättest noch Mark Henry daneben malen können. Habe ich überlegt, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob der da dabei war. Ach so, okay. Okay, so man erkennt. Ja, der Sebastian malt nur wahrheitsgetreu. Ja, wie ein Tatort. Ja. Das war es doch ein bisschen aus. So, ich denke, ich hab's. Du hast es? Wunderbar. Ja. Dann darfst du einmal zeigen. Ich öffne die Ratezeit.
Das ist alles drauf. Und du hast jetzt 3 Minuten Zeit. Ja, der Undertaker wirft Mankind durch den Tisch vom Hell in a Cell. Wunderbar. Also, sollen wir hier ein bisschen miesepetrig sein? Ja, müssten wir eigentlich, weil der Daniel es falsch gezeichnet hat. Aber ich würde sagen, wir machen die Punktabzüge einfach beim Daniel und nicht beim Evane, weil er hat das gezeichnet, was gezeichnet wurde, gut gemacht. Ja. Heißt nämlich Sturz durch den Käfig und nicht Sturz vom Käfig. Ah, verdammt, ich habe mich verlieren. Ja. Das heißt aber, dafür kriegt Daniel kriegt dann nur 3 Punkte, Levani kriegt seine 5 Punkte. Weil ja, er das, was gezeichnet wurde, gut erraten. Auf der anderen Seite hat der Host auch Raw dazu geschrieben. War das nicht irgendwie King of the Ring? Nee, ich hab's extra nachgeschlagen. Es war sogar nicht mal bei einer Show, das war bei Raw. Aber war das dasselbe Match oder was? Ja, es war dasselbe Match. Er ist ja einmal geplant vom Käfig durch den Tisch. Und dann haben sie ihn nochmal auf den Käfig mit Chokeslam, dann ist er durch den Käfig gebrochen da unten. Ja, genau. Ich habe vom Käfig gelesen. Sorry. Kein Problem. Geht ja auf deine Punkte. Uns stört das nicht. Gut. Nächster ist der Felix, der Sekunde. Ja? Das war eine eigene Show, oder? Warum also, sorry. Ich will jetzt Klugscheißer. Alles gut. Klugscheißer ruhig. Was, oder? Ich meine auch, dass das... Oder Bad Blood? Nee. Das hieß King of the Ring. Das war ein eigener Pay-Per-View. Das war nicht mehr der Main Event. Okay. Dann von mir aus auch gerne King of the Ring. Da habe ich es falsch zugeordnet, aber... Ganz kurz, es gab den Main Event Kane gegen Stone Cold Steve Austin im First Blood Match. Wenn Kane verliert, wird er in Brand gesetzt. Das war eine andere Zeit. Wie war das denn ausgegangen? War das nicht sogar so, dass er da verloren hat? Nee, Kane hat gewonnen. Das war, der andere irgendwie, glaube ich, das wurde etwas Blut an Austin geschmiert oder irgendwie sowas. Ach so, okay. Ist lange her. Ich habe nur im Kopf, dass Kane irgendwann mal gebrannt hat. Dann war das schon das Inferno-Match mit dem Undertaker. Das Inferno-Match, genau. Andere Zeit. Ja, wie gesagt, Felix darf für Sebastian mal, Sebastian darf wieder wegschauen. Jawohl. Und ich zeige dir, Felix. Allen los. Sag's mir, wenn du bereit bist. Ja. Gut. Warte einen Moment, Sebastian. Ja, ich mach da die Hand vor. Okay. Ich leg jetzt einfach mal los. Ja, leg du mal los, du darfst loslegen. Und Sebastian, jetzt dürfte es weg sein, jetzt kannst du. Okay. Ja. Kane hat ja sowieso ganz lustig mit gerade Inferno-Match, erinnert mich auch noch wirklich noch dran, das war so. Ich habe mir schon überlegt, wenn hier jemand schummelt, dann rufe ich einfach Kane an, dann muss er den abholen. Spätestens nach seinem Horrorfilm traue ich ihm das noch mehr zu. Also der erste war gut. Ja, fand ich auch. Ich habe da mal reingeguckt, ich habe nicht ganz geguckt. Das ist ja ein typischer Horrorfilm. Den kann man sich angucken. Aber ja. War nicht schlecht. Den zweiten habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ich bin gerade nicht sicher. Nee, ich auch nicht. Aber die gibt es, glaube ich, beide. Entweder gibt es die bei Prime oder bei Netflix, eins von beiden. Aber das kann mir der User Akino-chan im Chat beantworten, ob wir den Film gesehen haben. Wenn, dann haben wir ihn zusammen gesehen. So, die Mahlzeit ist rum. Einmal Zeit zum Raten. Was haben wir da? Okay, also es ist Krankenhaus, Arztpraxis, Umgebung. Ein scheinbar sehr muskelbepackter Arzt. Der Hulk. Ist nicht so schwer. Ach, warte mal. Ja, klar. Hier, Steve Austin und Vince. Im Krankenhaus, oder? Sehr gut. Yes. Ja. Sehr gut, danke. Ich hätte noch Dollarzeichen auf Vince McMahon machen können. Genau, stimmt. Dr. Austin besucht Vince McMahon im Krankenhaus, ganz genau. Nachdem schon Mankind da war mit Mr. Socko, kam noch Dr. Austin vorbei und hat ihm die Bettpfanne gereicht. Wer sich noch daran erinnert. Ja, dann kommen wir schon wieder in die letzte Runde in dieser Spielrunde. Und zwar darf der Levani jetzt nochmal malen. Und zwar für den Daniel. Ist Daniel einmal wegschauen? Und Levani kriegt seinen Text. Schau mal, wenn du mir signalisierst, dass du das hast. Was? Nicht ganz so einfach. Ja, toll.
Jetzt ist es wahrscheinlich Undertaker schmeißen, wenn kein Kopf geht. Bist du sicher, dass das das richtige Jahr ist? Nee, das Jahr kann sein, dass ich mich vertippt habe. Ja, toll, Volker. Ich bin mir wahrscheinlich verdippt. Ja, das ist aber auch nicht so richtig. Ja, das war Raw 98. Es war immer Raw 98. Genau, alles Raw 98. Darf man... Darf ich wieder gucken? Bist du soweit? Darf ich Buchstaben machen? Nee, ne? Eigentlich nicht, nein. Nein. Darf ich sagen, welches Jahr es war? Ich habe es gerade gerne. 2014 müsste es gewesen sein. 2014, ja, okay. Ich dachte nur, weil es 2014 ist. Aber jetzt kannst du auf jeden Fall besser zeichnen, jetzt, weil es für das Jahr ist. So, ich bin zwar wieder aus. Anne, gib mir noch 10 Sekunden. Stopp. Ja. Weg bei dir, okay. Dann mal Zeit läuft. Okay, der zweite Teil von Kanes Film war super schlecht, sehe ich gerade. Wird gesagt. Und den habt ihr wohl zusammen gesehen. Hallo. Okay. Ja, gut, ich erinnere mich da nicht mehr dran. Also war wirklich sehr schlecht. Das war doch eine WWE-Produktion, ne? Müsste es so sein, ja. Also der erste auf jeden Fall, der zweite weiß ich nicht. Ich denke schon. Was hatten wir denn für gute WWE-Produktionen in Filmen? Gute Marine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt so viele 8, von. 9, 10, 11. Sie haben die Police Academy. Es gibt 6, glaube ich. 6. Oh. Der letzte ist mit, die letzten sind alle mit The Miz. Ja, ist genau wie Police Academy, da gibt es auch 6. Nee, gibt es 7 mittlerweile. Habe ich keinen von gesehen, aber ich habe tatsächlich gehört, dass die gar nicht so schlecht sein sollen. Ja? Hab, glaube ich, den ersten gesehen davon. Ich meine sogar Becky Lynch spielt im letzten Match, aber da müsste mich der Chat dann korrigieren. Komm, das war nicht Becky Lynch, Summer Rae war das, glaube ich. Summer Rae, okay. Ja, genau, du hast recht. So, einmal die Raterunde beginnt. Im späteren Match, aber egal. Guck mal. Ja, bereit? Ja, du darfst zeigen. Also, wir sehen zwei haarige Menschen und ein Schwein und eine Laterne. Also ist auf jeden Fall schon mal Bray Wyatt mit im Spiel. Aber welcher Moment ist das? Da ist ein Schwein. Da oben ist auch noch was ich nicht deuten kann. So. Also ich würde ja... Das Schwein und dieses andere Symbol irritieren mich. Also Ich würde sagen, es handelt sich bei den beiden Menschen um Daniel Bryan und Bray Wyatt, würde ich fast sagen. Damals war Bray Wyatt ja noch nicht ausgestattet mit diesen Tierchen, als das passiert ist. Puh, schwierig. Also erst noch dieser Pfeil. Also Pfeil heißt für mich jetzt beitreten. Also jetzt nicht gegen, sondern ich komme dazu. Und weil Luke Harper und Eric Rowan, die waren ja schon. Die waren ja immer dabei und sind ja nicht irgendwie... Ja, also der Pfeil sagt mir, Daniel Bryan tritt der Wyatt Family bei. Das sage ich jetzt einfach mal. Ja, es ist, glaube ich, unser schwerstes Bild bislang. Es ist der Pfeil eigentlich in die Gegenrichtung. Aber ich finde dafür, dass du Daniel Bryan erkannt hast, Bray Wyatt erkannt hast und die Beziehung zur Wyatt Family, dafür, dass das so ein schweres Thema ist, müsste es zumindest noch Teilpunkte geben. Weil das Beste draus gemacht. Also das Schwein sollte eigentlich ein Schaf werden, einfach nur um zu verdeutlichen, dass es Bray Wyatt ist. Ah, okay. Und ich habe hier noch den kleinen, eine kleine Rotation gemalt. Da dreht sich ja etwas. Da turnt ihr. Okay. Ich habe das nicht deuten können. Ich dachte, es war ein nicht fertiger Smiley oder so. Smiley hat die Zeit nicht mehr gereicht. Aber ich finde, dafür gibt es trotzdem nochmal Teilpunkte, weil ihr doch sehr gut rangekommen seid. War der, glaube ich, das schwerste Bild hier in der Runde. Also kriegt ihr zumindest jeder noch 3 Punkte für, dass ihr es gemacht habt. Und so gut gemalt, dass man das ja weiter kennen konnte. Finde ich gut. Ja, damit sind wir am Ende dieser Spielrunde. Und wir haben einen neuen Punktestand. Ich werde direkt mal wieder korrigieren. Wir haben beim Sebastian jetzt 19 Punkte. Bin ich zufrieden mit, ja. Boah, 199, nee. Ja, ich muss mal korrigieren. Habe ich es mal eingeblendet gelassen. Wir haben beim Felix, es ist unglaublich, was der hier abreißt. Ja, die doppelte Punktzahl, er hat 36 Punkte schon. Boah, nicht schlecht.
Unglaublich. Bald kommt ja noch die Finalrunde. Wir haben den Daniel mit 15 Punkten. Yeah, zweistellig. Und wir haben den Daniel mit 22 Punkten. Das ist okay, das ist okay. Ja, es geht gut voran hier. Ist das wie bei Schlag den Rat jetzt, die letzte Runde auch nochmal die meisten Punkte? Na, wir kommen jetzt noch, wir haben noch zwei Runden vor uns. Achso. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr die macht. Ich würde vorschlagen, wenn ihr möchtet, können wir sind jetzt knapp eine Stunde dran. Könnten wir jetzt eine kleine Zwischenpause machen? Ich brauche auch neue Zettel, ehrlich gesagt. Genau, neue Zettel machen. Ja. Wir gehen mal kurz hier in den Zwischenbildschirm und dann kommen wir gleich wieder zu euch. Ich habe noch für die zweite Runde. Also kleine Pause, bis gleich.
So, willkommen zurück. Wir sind alle wieder da. Es geht weiter in unserem lustigen Spiel hier. Und zwar gehen wir jetzt von der Artist Collection zum nächsten Spiel. Und zwar geht es zu unserem neuen Spiel. Und zwar zu Gauntlet Watch. Wir spielen am laufenden Band. Wer von euch kennt am laufenden Band nicht mehr? Oder nicht? Was? Nee, das kennst du nicht? Da waren ja noch nicht? Okay. Ihr seht mehrere. Früher war das so, das war eine, ich glaube, Rudi Carell schon, ne? Wenn ich mich nicht irre. Mm, richtig. Da sind immer mehrere Artikel durch so ein Laufband durchgelaufen, wie ihr es vorne im Bild seht. Und man musste sich die merken und danach aufsagen. Und so machen wir das auch. Ihr dürft nämlich jetzt auch einen Stift und euren Zettel zur Seite legen. Es wird nämlich jetzt nichts aufgeschrieben. Oh Gott, okay. Oh Gott. Geht nämlich jetzt ums Gedächtnis. Und ja, wir sind der ersten, beim ersten Mal. Kann sein, dass es vielleicht heute ein bisschen länger ist als gedacht. Aber wir schauen einfach mal, wie es so läuft. Deswegen, weil ihr beide das ja nicht kennt, Felix und Nevanel, dürfen dann Sebastian und Daniel gleich beginnen. Und wir fangen mit dem Sieg an. Kurze Bemerkung, da steht immer noch Daniel Bryan turned gegen. Hast vollkommen recht, vielen Dank. Den muss ich noch wegmachen, den Bray Wyatt. Kannst du mir denn schon mal sagen, wie viele Artikel wir haben? 15 Stück haben wir. 15. Ach, okay. 15 meine Stück. Güte. Oh, du hast aber auch 3 Sekunden Betrachtungszeit pro Artikel. Und das ist auch alles Wrestling-Match? Oder das hat alles mit Wrestling zu tun. Das sind entweder Wrestler, Wrestlerinnen, es sind Ereignisse, es sind Fanartikel. All das gehört da rein. Ach du Scheiße, okay. Ja, das muss ja auch eine Herausforderung sein. Sind die 3 Sekunden fest oder kann ich mir die ein bisschen kürzer machen? Nee, die sind fest, weil das ein festes Video ist. Ah, schade. Gut. Wer hat dir denn verraten, dass es diese Runde gibt? Ah. Da würde ich sagen, Sebastian, bist du bereit? Ja. Dann geht's los und danach darfst du dann noch ein bisschen sinnieren und dann raten. Auf geht's. Ich hätte wohl 3 bis 4 Sekunden extra, weil ich ja jetzt ja, gleich klar. Das Video. Okay. Ist gut. Okay, jetzt sehe ich. Video läuft hier bis zum Ende durch dann. Ja, im laufenden Band. Ich habe die Musik hätte ich auch einspielen können, aber ich glaube, da kriegen wir wieder Probleme mit dem Kopf. Warum ist hier denn sowas? Resigniert, wie so Netzwerke sich aufbauen, seine Neuronen sich verbinden. Rädchen laufen und wie dann der Gauntlet Watch langsam für ihn endet. Ach du meine Güte. Wer jetzt noch ein paar Sekunden Zeit hat. Muss ja auch in der richtigen Reihenfolge sehen. Nein, musst du nicht. Nein, musst du nicht. Du musst dir nur wiedergeben, welche du gesehen hast. Alles kein Problem. Du kriegst jetzt noch mal ein paar Sekunden Zeit, dass du dich nochmal sammeln kannst. Ach, alles gut. Ja, dann würde ich sagen, du hast eine Minute Zeit und los geht's. Goldberg. Walk gegen Hogan. Io Shirai, wenn ich das richtig gesehen habe, war das. Michael Cole mit dem Anonymous GM Laptop. Ein T-Shirt von Aleister Black. Eine Actionfigur von Undertaker, glaube ich. Habe ich nicht ganz drauf geachtet. Mhm. Heavy Machinery. Dann glaube ich, wie hieß denn die Fraktion? Das mit Shane und Gedöns. Ich weiß nicht, wie die heißen. Corporation? Nein. Du hast noch 10 Sekunden. Dean Ambrose war noch dabei. Mhm. Das war's. Genau. Gut, du hast daran 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt, ist richtig schwer. Gibt schon mal. Ist wirklich schwer. Kurze Punkte für den Sebastian. Gehen wir kurz durch. Bill Goldberg hast du erraten. Jerry Lawler war noch dabei. Ach ja, genau. Rock gegen Hogan hast du erraten. Io Shirai, Chad Gaspard, der dieses Jahr ja leider von uns gegangen ist. Ja. Wir hatten SmackDown gegen Raw für die PlayStation 2 noch dabei. Ja, genau. Es war die Corporate Ministry. Ah, okay, ja gut. Das Zusammenschluss Corporation und die Ministry of Darkness. Heavy Machinery, wir hatten den Classic IC-Title. Wir hatten eine Actionfigur von Finn Balor. Ja. Wir hatten Dean Ambrose oder Jon Moxley in dem Fall. Ja. AJ Lee hatten wir noch. Wir hatten Baileys Heel Turn. Das Aleister Black T-Shirt und den anonymen Raw General Manager oder Michael Cole. Genau. Vollkommen richtig.
da muss ich aber sagen, am Anfang habe ich ja gedacht, ich muss das in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. Und hat dann irgendwann gesagt, ja gut, jetzt ist eh vorbei. Da habe ich ja nicht mehr richtig aufgepasst, aber. Nee, alles gut. Ja, gut. War schon guter, gut vorgelegt. Ja, doch ganz guter. Ja, muss ich sagen. Gut, dann darf der Daniel jetzt nachlegen. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Los geht's. Müssen wir Daniel knirschen, ich die Räder laufen los. Kommt jetzt für dich, ein bisschen versetzt, keine Sorge. Voll fokussieren auf unser Video. Viele weltweit bekannte und weniger bekannte Wrestler, viele Ereignisse, die man hier so wiedergeben kann. Merch und alles drum und dran. Spannende Effekte. Und wie viel davon bei dir hängen bleibt. Oh mein Gott, gar nichts. Okay. Okay, oh Gott. Also, wir hatten einen Ring voller. Ja. Bereit? Ja. Wir hatten einen Ring voller Classic-Action-Figuren. Wir hatten Charlotte Flair. Wir hatten Mr. Perfect. Wir hatten den neuen Intercontinental-Titel. Wir hatten ein T-Shirt, auf dem stand Vince likes Chicken, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Wir hatten Yokozuna hatten wir auch. Mhm. Was hatten wir noch? Scheibenkleister. Wir hatten WWE 2K. Mit Seth Rollins drauf, das kann ich dir noch sagen. WWE 2K 18. 10 Sekunden noch? 17, 2K 17. Und dann, ja. Und Schluss. Du hast insgesamt 3, 4, 5, 6 Stück erraten. Ist auch nicht schlecht, finde ich jetzt aus der Anzahl. Aber gar nicht meckern. Wir hatten Charlotte Flair, die hast du erraten. Wir hatten Bianca Belair. Mhm. John Laurinaitis. Mhm. Die beiden leider bereits verstorbenen Yokozuna und Mr. Perfect. Wir hatten Matt Cardona oder Zack Ryder, je nachdem, wie du es sehen möchtest. Dass du den vergessen hast. Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben das T-Shirt, wo drauf steht Vince likes Cock. Also wir hatten ein DX-T-Shirt. Das hast du erkannt. Jim Ross hatten wir. Wir hatten das sonderbare Ereignis, John Cena hat Haare, Ereignis. Wir hatten den 90er Wrestling-Ring von Hasbro, hast du richtig erkannt. Den neuen IC-Titel, WWE 2K18 mit Seth Rollins drauf. Team Hell No hatten wir noch, wir hatten Evolution als Stable und eine Jason Jordan Actionfigur. Soweit, so gut. Es gab eine Jason Jordan Actionfigur. Ja, natürlich. Natürlich. Alles, weißt du doch. Felix, Wahnsinn. Bist du bereit? Also, das hätte ich dir niemals verraten. Muss. Gut, dann würde ich sagen, starten wir auch hier. Auch für dich wahrscheinlich etwas verzögert. Hallo, für mich. Gleich geht's los. Herr Felix, jetzt gerade, du darfst gleich. Da bin ich mal gespannt, die nächsten fünf. Was würden wir hier? Was haben wir hier Schönes abgebildet? Wie viel Wrestling-Bezug haben wir hier? Ignoriert mich einfach. Ist ja unglaublich. Hätte ich auch tun sollen. Nee, ich glaube, auch bei uns wird nicht zurückgeschwiegen. Auch Angelie nicht. Und das gehört für mich dazu. Gut, bei mir ist es schon durch. Warten wir eben, bis bei Felix auch durch ist. Bist du bereit? Jo. Gut, dann also, leg los. Shayna Baszler. Legion of Doom. Hier die komische Cheerleader-Truppe mit Dolph Ziggler und Kenny und wie hießen sie denn alle? The Spirit Squad. Mhm. US-Titel hatten wir. Wir hatten. Oh, fuck. Das ist echt nicht leicht. Was hatten wir denn da noch drin? Wir hatten eine Frau mit einem Divas-Titel, ich glaube Melina war das, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Oder Eve Torres, eine von denen. Wir hatten, oh, das ist echt nicht leicht, Chain O'Mac-Shirt, also so ein Trikot. Wir hatten den Moment, als der Undertaker nach dem Streakbruch rumsteht.
Legion of Doom habe ich schon. Mhm. Ach, wir hatten hier Rusev als neuer AEW-Typ. Mhm. Wir hatten Shayna Baszler, habe ich auch schon gesagt. Mhm. Was fällt mir noch was ein? Bestimmt noch irgendein WWE-Spiel. Ach ja, ja, genau, das All-Stars, oder wie das heißt. Dieses das ist WWE All-Stars. Und Ende, genau. WWE All-Stars noch drin. Vollkommen richtig. Aktueller US-Championship, hattest du gesagt, haben wir. Wir hatten Eve Torres, war's. Ach, die war's. Shane O'Mac als Shirt. Wir hatten eine Neville-Action-Figur, auch die gab es mal. Wir haben das WWE All-Stars für die PS3, das letzte ja, Arcade-Spiel vor dem neuen Battlegrounds. Wir hatten den British Bulldog. Wir hatten Mickey Rourke als Wrestler. Den Undertaker mit seinem Iroh nach seinem entsprechenden Verlust. Wir hatten Miro oder Rusev, vollkommen richtig. Michael Cole hatten wir. Wir hatten Paige als GM. Wir hatten Kairi Sane, Legion of Doom, Spirit Squad und Shayna, die Becky Lynch beißt. Also Shayna Baszler reicht mir auch. 6, 7, 8 Stück. Und wir haben irgendwie einen eingefrorenen Felix. Nicht schlecht. Felix, bist du noch da? Ja, der kommt bestimmt gleich wieder. Der hat noch keine Glasfaser. Also Glasfaser kann ich sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Da sollte man mal googeln, ob das bei einem verfügbar ist. Da wird keine Werbung gemacht für irgendwelche, an. Hallo? Ja, ich höre dich. Ah, da bist du wieder. Sehr gut. Er bewegt sich wieder. Also, du hast 8 Stück richtig. Okay. Ja, war schon wieder nicht schlecht. Gut, zu guter Letzt. Hier, Maschine. Wer war denn hier? Bist du soweit? Yes. Gut, dann starte ich jetzt auch für dich. Er kann mich zumindest nicht ignorieren, wie der Felix das getan hat. Warte, du meinst, es gibt ein Muster bei den Videos? Ja, das ist aber beabsichtigt. Bestimmte Sachen immer wieder auftauchen. Vollkommen richtig. Besonders wichtig, sage ich euch am Ende. Aber schön, dass es auffällt. Ja, wie gesagt, AJ wird bei uns nicht totgeschrien. Und wir sehen ja beim, was war das, Marine, 6. Marine, Becky Lynch, Summer Rae beim 4. Marine, ach, mein Gott. Wir haben sie alle gesehen, mehrfach. Was es alles gab, ne? Unglaublich. Das gibt's gar nicht, was wir so alles hatten. Gut. Bei mir ist es schon durch, warten wir noch eben, bis bei Levani durchgelaufen ist. Und du sagst mir Bescheid, wenn du bereit bist? Ja, hau rein. Gut, dann geht's los. Also wir hatten ein Sheamus-Shirt, wir hatten den WWE-Titel, wir hatten die Primetime-Players, wir hatten Sebastian Hackel, wir hatten Shayna Baszler, wir hatten die Wyatt-Family mit Randy Orton, wir hatten Timothy Thatcher, der niedergeschlagen ist, wir hatten WWE WrestleMania Arcade-Spiel, wir hatten WWE No Mercy das Videospiel. Ja, das war's. Okay. Boah, das war aber. Hast noch einen mehr rausgehauen als der Felix? Du hast schon mal 9 richtige rausgehauen. Das Sheamus T-Shirt, der WWE Championship. Wir hatten Mr. Brody Lee oder Luke Harper. Ja. Wir hatten das Arcade Game, genau, das war das erste Arcade Game von der WWE. Wir hatten Maurice. Ja. Oh, Chuckle, jetzt wird deine Zeit rum. Wir hatten Corey Graves, Rhea Ripley, Shayna Baszler, die Wyatt Family, The Bar hatten wir noch. Timothy Thatcher hast du gesehen. Kurt Angle als GM. No Mercy für den N64 und die Primetime Players als letztes. Das heißt, 18 Punkte für Levania. Geil. Das heißt, wir haben neue Punktestände. So, ich korrigiere mal eben. Wir haben beim Sebastian 33 Punkte. Ja. Wir haben beim Felix 52 Punkte. Boah. Wir haben beim Daniel 27 Punkte. Und wir haben beim Levaniel 40 Punkte. Eieiei. Da sind eure Punkte. So sieht's gerade aus. Wunderbar. Ja, wir nähern uns an, Sebastian. Wir nähern uns an. Genau. Ja, das ist aber nicht so nicht gut. Ihr habt jetzt
Ich will euch auch nicht demotivieren, aber habt jetzt die letzte Chance, euch weiter anzunehmen, weil jetzt kommt die letzte Runde mit vier Mann und danach die Runde danach spielen nur noch die besten beiden gegeneinander. Levani und ich. Gegebenenfalls, ja. Chancen stehen aktuell gut. Und zwar ist eure letzte Runde, die große Runde, Wer bin ich? Wie läuft dieses Spiel ab? Ihr kennt das noch von früher, vielleicht aus eurer Kindheit. Wir haben hier das Thema, wo ihr normalerweise so ein Post-it auf die Stirn geklebt kriegt mit eurer Rolle. Wir machen das hier anders. Blende gleich für die anderen ein, wer ihr seid. Und ihr dürft dann so lange die Augen schließen und danach dann anfangen zu raten. Ihr habt 20 Fragen Zeit dafür. Es gibt für jede Frage, die überbleibt, gibt es einen Punkt. Das heißt, ihr könnt bis zu 20 Punkte holen oder auch 0, wenn ihr es nicht gelöst habt. Okay, eine Frage. Ja. Geht es ausschließlich wieder um WWE oder allgemein? Es geht hier ausschließlich um WWE-Wrestler und dazu noch um gerade aktive WWE-Wrestler. Okay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, nehmen das einmal raus. Und wir fangen diesmal, würde ich vorschlagen, einmal von hinten nach vorne an. Und zwar fangen wir mit dem Levanien an. Du darfst jetzt einmal die Augen schließen. Blende für die anderen einmal ein, wer sein Wrestler ist, den er gleich hat. Und dann werden wir das gleich entsprechend auflösen. Wir warten noch ein paar Sekunden, damit Levanien dann auch entsprechend ganz frisch auf einen porentief reinen Bildschirm schauen kann und dann mit seinen Fragen beginnen kann. Und zwar beginnt das Ganze jetzt. Levania, du darfst gerne schauen. Und gut, mit deinen Fragen beginnen. Bin ich ein Mann? Ja. Ja. Bin ich im Main-Roster von WWE aktiv? Ja. Bin ich schon mal WWE-Champion gewesen? Ja. Bin ich seit mehr als 10 Jahren im Main-Roster? Das ist jetzt eine berechtigte Frage. Ich werde das prüfen. Einen Moment. Ich glaube zwar nicht, aber... Nee. Nein, nein. Bin ich aktuell bei SmackDown? Top vorbereitet, ihr merkt das? Ich prüfe da alles nach. Wir haben ja gute Datenbanken, das ist ja das Schöne. Wir können ja hier nochmal Werbung machen für die Top-Datenbanken vom Cage Match, wo zum Beispiel auch sich ein uns bekanntes Podcast-Team, nämlich unsere Kollegen von Blown Up, wovon wir einen Vertreter auch hier haben, sehr viele Informationen holen. Ähnlich mache ich das nämlich auch. Und ich habe deine Frage gewesen. Achso, welches Roster er gerade angehört? Bin ich gerade bei SmackDown? Ja. Ja, hast du recht. Ja. Bin ich gerade Champion? Nein. Bin ich Teil eines Stables, oder? Nein. Habe ich lange Haare? Nein. Findest du, Karl ist eindeutig nein. Du hattest mal lange Haare. No, du hattest mal lange Haare. Ich hatte mal lange Haare. Bin ich Amerikaner? Ja. Bin ich... War ich mal Universal Champion? Prüfe. Nein. Bin ich Daniel Bryan? Richtig. Respektabel. 10 Fragen noch über. Also 10 Punkte für Lavanya. Ist ihr gerade bei SmackDown, ja? Ja. Ja. Zumindest laut Catchmatch. Jetzt aktuell noch. Ja, kann sich ja jetzt ändern. Ja, ja, klar. Im großen Draft. Der Draft oder was? Ja, Freitag und Montag ist der Draft nächste Woche. Nachdem ja gerade noch irgendwie 3 Leute oder wir mit 2 Damen noch rübergewechselt sind, kommt der Draft dann nächste Woche, ne? Ja, genau. Und Kevin Owens bei SmackDown auftritt heute. Ach so.
Ja. Heute der Draft oder was? Nein, nächste Woche. Nächste Woche Freitag und Montag dann darauf, der Montag. Man muss nur konsequent sein mit seinen Entscheidungen. Das ist mal wichtig. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir doch mit dem Felix mal weiter. Felix, schließe deine Augen. Und die anderen sehen jetzt, wer unser guter Felix ist. Welcher Wrestler, welche Wrestlerin er sein kann, gehört zum WWE-Roster. WWE-Roster, nochmal genau erklärt, wir haben ja eben gesagt, alle bei der WWE, also Raw, SmackDown, NXT, NXT UK zählt alles dazu, ne? Nicht vergessen. Sogar Tour 5 Live und Main Event. Ach, Tour 5 Live, Tour 5 Live, noch ein eigenes Roster? Ich glaube nicht, oder? Es doch tatsächlich, also es sind tatsächlich Leute exklusiv nur auf dem Tour 5 Live Roster gelistet, wie Brian Kendrick zum Beispiel. Ach, das gibt's irgendwie noch mal. Der ist, war, glaube ich, der ist wahrscheinlich da abgeschoben worden, damit er keinen Quatsch macht. Leute! Ob du darfst jetzt wieder schauen? Du darfst wieder schauen? Du musst ja warten, bis das Bild wieder weg ist. So, du darfst anfangen. Bin ich Champion? Nein. War ich schon Champion? Ja. Ja. Bin ich Amerikaner? Nein. No. Nein, ist nein. Richtig. Nein, nein, nein. Bin ich ein Mann? Nein. Nein. Becky Lynch? Nein. Ich bin aktuell kein Champion, ich war schon Champion. War ich ein Singles Champion? Ja. Carmella. Nein. Die ist bestimmt auch Amerikanerin. Ich bin keine Amerikanerin. Asuka. Nein. Verdammt. Bin ich im Main Roster aktiv? Nein. Wer ist denn da unten aktiv? Bin ich in Rhea Ripley? Ja. Ja. Nicht schlecht. Der Kerl schafft es immer wieder. Hat noch 11 Fragen offen. Wahnsinn. Boah. Gut. Wer ist denn NXT UK Women's Champion? Kaylee Ray. Kaylee Ray, genau. Ja, stimmt. Unbesiegt Alter seit auch. So und so vielen Tagen, weil NXT UK ja nichts getan hat. Seit 4000 Jahren, ja. Ich glaube, ist die nicht sogar genauso lang wie Walter oder hat die später den Titel erst gekriegt? Sie hat später den Titel erst gekriegt. Ja. Fehlt immer noch gegen Piper Niven. Ja. Wow. Sachen, die laufen, sollte man nicht beenden, ne? Ja. Konsequent sein, ist das ja so schön. Ja. Ja, klar. Nee, gut, dann würde ich sagen, wir gehen weiter mit dem guten Daniel. Daniel, einmal bitte Augen schließen. Ja. Und ich blende einmal ein, wer denn für den Daniel zu. Ihr habt alles gesehen. Dann warten wir jetzt noch mal kurz ein paar Sekunden. Sebastian, sag mal bitte Bescheid, wenn es nicht mehr sichtbar ist bei dir. Ja, Moment. Jo, Zweck. Dann kann Daniel wieder vorkommen und entsprechend anfangen mit seinen Fragen. Okay, bin ich eine Dame? Nein. Habe ich bei NXT schon mal einen Titel gewonnen? Nein. Okay, bin ich mehrfacher World Champion? Nein. Wir reden ja von der WWE gerade. Ich habe eine andere Frage gehabt, egal. Okay, habe ich schon mal Tag Team Gold gewonnen? Ja. Ja. Das wäre meine Frage gewesen, ob Tag Team World Champion sind. Ach so, ja gut. Okay, bin ich Shelton Benjamin? Nein. Okay, bin ich aktuell bei Raw? Nein. Okay, okay, bin ich aktuell bei NXT? Nein. Okay. Dann haben wir das ja schon mal eingegrenzt. Das war nur eine Feststellung. Das ist jetzt nicht. Schon klar. Okay. Okay. Also wir haben ja jetzt hier, wer ist denn schon? Wrestle ich schon mehr als 10 Jahre bei WWE? Muss ich wieder gucken. Moment. Nee.
Nein, würde ich nicht sagen. Nicht? Okay. Immer nicht ganz. Nee, ich habe letztes Mal was anderes gehört. Nein. Nicht vor 2010. Nein, hast recht. Okay. Oh, was haben wir denn da noch? Da muss ich mal kurz überlegen. Ich bin da ja gedanklich jetzt eher so bei einer, trotzdem bei so einer älteren Generation, sage ich jetzt mal. Wie haben wir denn da alles noch? Okay. Ja, okay. Aha. Ja. Bin ich Europäer? Ja. Bin ich Cesaro? Ja. Auch. 11 Punkte. Nicht schlecht. Aber. Jetzt habe ich Cesaro ältere Generation also schon erfahren. Gut, man kann jetzt nicht abstreiten, dass Cesaro zu den Älteren gehört. Der Mann wrestelt seit 20 Jahren. Also. Ja. Trotzdem noch 20 Jahre jünger als Andy. Ja. Einfach mal so sehen. Gut, da würde ich sagen, last but not least, Sebastian. Ja, ich hatte noch eine Frage vorher. Ja. Darf ich mir die Sachen, die ich rausfinde, aufschreiben? Ich nichts gegen, wenn du das möchtest. Gut, dann Augen zu und durch. So, einmal der Wrestler, die Wrestlerin. Finde Sebastian weiterhin. Raw, SmackDown, NXT, NXT UK, kann aus allen Bereichen kommen, wie wir es gerade auch hatten, keine Abweichung. Und Daniel, sag mir doch bitte Bescheid, wenn er Sebastian mehr gucken darf. Weil ihr habt die Verzögerung, die habe ich nicht. Alles klar. Ich lasse extra mal ein bisschen länger, weil ich glaube, ich am längsten Verzögerung habe hier. Ah, okay. Ja, also ich sehe nichts mehr. Also ja, sieht gut aus. Sebastian darf wieder gucken. Okay, bin ich ein Mann? Nein. Okay. Bin ich schon bei WXW angetreten? Doch, ja. Bei was? Bei WXW? Entschuldigung, ich hatte nur XT verstanden. Entschuldigung, nee, WXW nein, nicht. Bei WXW, ja. Entschuldigung. Okay. Ich hatte gerade so ein leicht länger hier im Ton. Das wäre ja was. Ja. Vielleicht war es die Wunschvorstellung, die mir da in den Kopf gekommen ist. Ich weiß es auch nicht. Du schaffst das, Sebastian. War ich schon Champion? Ja. Bin ich Amerikanerin? Ja. Habe ich einen Vater, der ebenfalls Wrestler war oder ist? Ich wüsste das nicht. Weiß das jemand anders? Weiß ich nicht. Nein. Also das ist nicht so. Ist auf jeden Fall nicht populär, wenn es so ist. Nee, das ist, nein, also ist nicht. Nein, ja. Bin ich mit einem bei WWE unter Vertrag stehenden Menschen zusammen oder verheiratet? Nein. Ich glaube nicht, ne? Nein. Nein. Okay. Wow. Bin ich aktuell Champion? Nein. War ich Teil eines Stables? Nein. Doch. Im Grunde schon, gewesen. Ja, ist schon länger, ja. Doch, stimmt. Bin ich Carmella? Oh. Nein. Tatsächlich. Ich hatte es auch schon wieder vergessen. Wie gut, dass Felix so viel weiß darüber. Ja, das ist mir auch entfallen. Das Felix, Alter. Nee, das gibt es nicht. Das war. Du
hast es schon ganz gut eingekreist. Ja. Was hat dich verwirrt? Nur welche Frage verwirrt dich? Also ich habe tatsächlich gedacht, dass es um wie heißt die Dame, die mit Jey Uso zusammen ist? Naomi, meinst du? Ja, genau. Aber kann ja nicht. Dann. Ja, dann, also ich sag mal, so tief ist da jetzt auch nicht die Division. Nee. Ja, ist wahrscheinlich total offensichtlich, weil ich vergesse irgendjemanden. Das ist immer so. Dafür hast du noch ein paar Fragen eigentlich. Genau. Und das ja, genau. Du hast noch 11 Fragen. Bin ich bei War? Nein. Du wirst noch dünner in der Division. Bin ich bei SmackDown? Ja. Ja. Ach du Scheiße. Lass mich raten, die SmackDown-Damen-Division sagt jetzt nicht so viel. Ja, genau. Das ist das Problem. Das ist jetzt also nicht so tief drin. Das überrascht mich jetzt. Ehemalige Championess, Amerikanerin, aktuell bei SmackDown. Ehemals Teil eines Stables. Mhm. Aber das kann man schon mal vergessen. Das ist lange her. Das ist lange her, okay. Ja. Okay. Das ist lange her, ja. Okay. Guten Nacht, Akino. Hatte ich schon mal eine andere Rolle außer Wrestler oder Wrestlerin in dem Fall? Meinst du jetzt in der WWE oder in der Gemeinde? WWE? In der WWE. Ja. Ja. In dem Stable. Ja. Richtig. Auch das, ja, auch das. Ich würde sogar sagen, noch eine zweite andere Rolle. Mhm. Wenn man das so. Ja. Ja. Willst du nicht einen Namen raten? Ja. Ja. Geht auch, ja. Es sind ja nicht viele. Ich meine, das Problem ist halt, ich weiß aktuell nicht, wer bei SmackDown ist. Das ist gar das Problem von ganz vielen Leuten bei der WWE. Das ist halt das Ding. Dass man nicht weiß, wer wo ist. Ja. Und wenn man sich gerade gemerkt hat, kommt schon der nächste Draft. Ja. Bin ich aktuell aktiv? Ja. Okay. Bin ich Shayna Baszler? Nein. Die ist bei Raw. Danke. Nicht zwei Worte gewusst. Und die ist Champion. Stimmt. Big Team Champion. Wow. Ja, wahrscheinlich wird es mir Schuppen von den Augen fallen, aber. Kann gut sein, ja. Tatsächlich, ja. Wie viele Fragen habe ich denn noch? Noch 6. Noch 6, okay, cool. Das schaffst du. Bin ich Teil eines Tech-Teams? Warte, ja, das ist noch nicht ganz definiert, würde ich sagen. Ja, ja. Also eher 50-50. Ja. Okay, bin ich Bailey? Nein. Bin ich Sasha Banks? Nein. Alter! Weil die beiden hätte ich jetzt nicht mehr als Tech-Team definiert. Sondern die anderen beiden. Jetzt wird's spannend. Peyton Royce? Nein, das gibt's doch gar nicht. War Champion, stimmt. Okay, Billie Kay ist Australierin, die kann's auch nicht sein. Peyton Royce auch. Oh, okay, stimmt, ja, du hast recht. Mir fällt niemand anders mal ein. Ich weiß es nicht. Wir haben noch ein weiteres Tag-Team bei SmackDown, das jetzt gerade so in dem Status ist. Sind sie gesplittet oder nicht bei den Damen? Sag einfach prominenter aktuelle WWE-Damen. Du müsstest Die ist aber raus. Nee, die darfst du nicht sagen. Die aktuell aktiv sind. Aktuell aktiv, genau. Und Becky Lynch war auch bei Raw. Dir wird es von Schuppen vor den Augen fallen. Ja, du denkst gerade einfach nicht dran. Du wirst weinen. Und sie auch, wenn du nicht an sie denkst. Ja, das ist noch schlimmer. Da gibt es nachher einen bösen Twitter-Post. Was hast du gesagt, Sebastian? Ich habe jetzt gerade deinen Satz nicht verstanden. Sie würde auch weinen, wenn sie wüsste, dass du sie nicht erkennst, quasi.
Überleg mal, Champion bei einem Tag Team, was nicht ganz klar ist, ob es jetzt noch existent ist. Ehemaliger Champion, natürlich nicht aktiver Champion. Ja, ja. Bei SmackDown. Ich weiß doch nicht, wer aktuell da im Tag Team rumläuft. Sie ist sehr, sehr prominent. Ja. Wird sie eingesetzt aktuell. Die ist im Moment so in der Mischrolle. Mal im Tag Team, mal Singles und sehr abgedreht. Sie ist sehr beliebt. Ja. Ah, stehst auf dem Schlauch, glaube ich. Ja, ja, ich glaube auch. Bin ich Nikki Cross? Du hättest noch zwei Fragen. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt gerade? Nikki Cross. Okay. Dann nimm mal die andere. Alexa Bliss. Ja, das war nur leider deine letzte Frage gerade. Oh mein Gott. Okay, ja, hat ein bisschen. Manchmal ist das so, dann steht man wirklich am Schlauch. Ne? Das ist ja unfassbar. Das ist unglaublich. Die arme Alexa. Ist nicht zu glauben. Du hast die gute Alexa nicht erkannt. Ja, also Darwin, also die Nation wird dich noch kriegen heute oder wie auch immer sie sich nennen. Was ist denn ihr Partner? Ich weiß gar nicht, ob der für WWE irgendwie ist oder was ist das für ein. Nein, ihr Partner ist ein Promi, den sie über The Miz kennengelernt hat und noch ein paar andere. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber es ist ein Promi. Sie war ja mal mit Buddy Murphy zusammen, da ist länger vorbei. Warum weiß ich dafür so? Da gab es noch so einen schönen Post jetzt, dass sie es albern findet, dass die Leute sich über Buddy Murphy jetzt so beschweren, weil er mit einer jüngeren da. In dieser Storyline, ja. In der Storyline. Gut, Punktaktualisierung. Wir haben Sebastian 33, Daniel 38, wir haben Levani mit 50 und den Felix mit 63. Das heißt, das große Finale läuft zwischen Levani und Felix. Eieiei. Das heißt, bleibt wenigstens in der Familie. Das heißt, ihr beiden dürft jetzt zuhören. Wir spielen das Finale auch. Ich habe jetzt dazu gerade keinen Titel, aber wir spielen jetzt eine Runde mit schönen Namen nacheinander. Ich möchte von euch gerne nacheinander Bereiche aufgezählt haben. Es kommt aus dem Wrestling oder einem verwandten Bereich des Wrestling. Und zwar gehen wir jetzt mal ein bisschen aus der Bubble raus und gehen an was Benachbartes. Und zwar möchte ich von euch wissen, die Filme mit Dwayne Johnson. Zählen wir immer ab, immer nacheinander, jeder ein. Achso, dann wäre bis keiner merkt einen weiß. Ganz kurz, und ein pro Franchise, oder? Ja, einer pro Franchise reicht. Ich würde vorschlagen, da Levanien etwas weniger Punkte hat, darf er beginnen. Tooth Fairy. Ja, die Zahnfee auf Bewährung, heißt das schon, ne? Stimmt, ja. Nochmal. Jumanji. Jumanji. Scorpion King. Ja, Scorpion King. Wo habe ich ihn? Da ist er. Ha? Fast and Furious. Furious. Spiel auf Bewährung. Spiel auf Bewährung. Sehr guter Film. Ja. Oh, das war der mit Mark Wahlberg und so, oder? Kann sein. Nee. Das ist ein guter Film. Der hieß anders. Das war der mit den Kindern in so einem, was ist das? Ist das ein Jugend? Also, Die Gefängnis, weiß nicht, Jugend Einrichtung. Ich weiß nicht, wie er genau beschreiben soll. Okay. Ich bin erstmal dran mit Rampage. Rampage, ja, der Monsterfilm quasi. Gar nicht so alt. Hm? Gehen auch Serien? Ja, komm, hau raus. Ja. Ballers. Stimmt. Die hatte ich sogar komplett vergessen, aber nicht schlecht. San Andreas. San Andreas, der gute Katastrophenfilm. Fighting with my family. Ja, ist vollkommen richtig, war er mit drin. Gut, ja. Ich sehe jetzt zurück in den Dschungel oder so. Nicht zurück in den. Ach. Ah, ich weiß, was du meinst. Ne? Ich weiß. Aber der heißt nicht auch, zurück in den Dschungel. Wie heißt denn der? Warte mal kurz. Ah, das wäre ein super Titel für den Film gewesen, muss ich echt mal sagen. Ja, aus dem Dschungel in den Dschungel. Welcome to the Jungle, vollkommen richtig. Zusammen mit Stifler. Ja. Ach ja, aber nicht mit seiner Mutter. Die war nicht dabei. Ich spiele bei Turbo Girls mit. Genau. Daniel, hast du noch welche? Ist
Gibt es sowas wie Earthquake oder so? Nee, oder ist das San Andreas? Das ist San Andreas, ja. Wir nennen hier gerade bessere Filmtitel für die Filme. Ja, relativ häufig, ja. Es wird immer schwieriger. Wird eng, ja. Was passiert, wenn ich jetzt keinen weiß, habe ich verloren? Dann ist es quasi beendet, weil dann braucht Felix auch nicht weiterraten, weil der punktemäßig eh vorne liegt. Ich glaube, ich habe noch zwei. Du hast noch zwei, gut, dann darfst du gleich trotzdem noch raten. Ich habe keinen mehr. Nee? Also ich hätte noch einen, glaube ich, aber zwei wüsste ich jetzt auch nicht. Komm, Felix, dann mach mal. Also ich hätte gesagt Herkules. Ja. Und dann bei dem anderen, bin ich mir sicher, wie heißt, glaube ich, No Pain, No Gain. Pain and Gain heißt er. Pain and Gain. Aber ist nah dran. Der mit Mark Wahlberg. Ja, yeah, das ist der mit Mark Wahlberg, ja. Genau. Was ja. Hast du noch, Sebastian? Walking Tall. Walking Tall, mm. Genau. Den habe ich ja nehmen, habe ich schon gedacht, aber der ist nicht. Der ist aber echt gut. Der ist wirklich, also den kann ich man weiß. Ich weiß nicht, ob wir den genannt haben. Ich bin schockiert, dass wir den nicht genannt haben. Ist doch einer der ersten. Die Tooth Fairy. Hatten wir. War der erste von der Vaniel. Ach, oh. So, wenn man Auskopplung separat nehmen will, hätten wir Hobbs & Shaw, aber dann passen wir bei Fast and Furious mit runter. Wir haben noch Skyscrapers. Der stirbt langsam verschnitt. Irgendwas mit Erdbeben, da ist er immer dabei. Baywatch haben wir. Baywatch. Gott, ja. Baywatch, ja, genau. Central Intelligence gab es auch noch. Kennen mit hier, wie heißt der Komiker? Kevin Hart zusammen. Unter anderem. Ja, stimmt. Ah, ja. Da war G.I. Joe, zweiter Teil. Mhm. Ganz furchtbarer Film. Ich habe noch, glaube ich, von den ganzen Filmen vielleicht drei geguckt. Ja. Gib mir genauso, ja. Dann haben wir noch Snitch. Kennt den jemand noch? Ah, Snitch, der war ziemlich cool. Mhm. Dann gab es Familienfilm, Die Reise zur geheimnisvollen Insel. Ja. Dann gab es noch Faster, das war, glaube ich, so ein, irgendwas auch mit Rennfahren, weiß ich nicht mehr genau. Den habe ich auch nicht mehr ganz im Kopf. Die etwas anderen Cops gab es noch. Das war, glaube ich, auch mit Mark Wahlberg. Der hat nur einen ganz kurzen Auftritt. Ja. Es gab noch Der Jagd zum magischen Berg. Auch so ein Familienfilm. Das hätte so ein Disney-Film, Disney 13 Uhr Film. Vaiana, meinst du? Ja, Moana im Englischen, Vaiana im Deutschen. Hm. So. Ja, Get Smart hatten wir noch. Wir hatten noch Daddy ohne Plan, Der Footballer mit Kind. Wir hatten noch Doom. Ja. Ja, richtig, ja. Dann hatten wir noch Be Cool. Ja. Und er hatte einen ganz kurzen Auftritt in Die Mumie kehrt zurück, wenn auch animiert. Ja, Scorpion King, genau. Richtig. Ja, dann... wir brauchen, glaube ich, die Punkte nicht draufziehen, weil Felix sowieso schon vorne weg war. Nee, wir sind am Ende. Das war unsere letzte Runde. Das heißt, wir haben einen Gewinner für dieses Mal und ich gehe davon aus, dass unser Gewinner seinen Titel beim nächsten Mal auch verteidigt. Und so. Ja, das ist schlimm, ne? Da, wo kriegen wir deinen Pokal jetzt? Also, so. Unser Gewinner ist hier, der Felix. Da müsste er jetzt aufstehen endlich. Felix Schulz ist der erste Gewinner unserer Quizmania Germany Edition. Und ich gehe davon aus, du wirst deinen Titel im Dezember wieder verteidigen hier, damit wir machen es nicht so oft wie andere. Also, ja, wir hatten dich ja Titelverteidiger wieder und dann mit 9 Spielen, mit 9 Runden. Und du darfst noch deine Siegesrede natürlich jetzt noch hier halten. Wie ein Oscar-Preisgewinner. War ja zu erwarten tatsächlich. Es ist ein Internet-Wrestling-Spiel, irgendwie gewinne ich die. Halt... Ach, ich habe gerade gesehen, irgendwie hatten wir ja gerade eine Soundstörung, so ein Mist. Ich weiß nicht ab wann, war irgendwie der Sound weg. Ich hoffe nicht zu früh. Ich hoffe, ihr habt das letzte Spiel noch mitgekriegt. Also wir hatten jetzt die Filme von Dwayne Johnson. Felix hatte geraten dabei. Jumanji, Rampage, Fast and Furious, San Andreas, Hercules, Pain and Gain und Welcome to the Jungle. Ah, 2 oder 3 Minuten.
Das passt schon erstmal. Okay. Komisch. Ich bin nirgendwo drauf gegangen. Komischerweise war der jetzt weg. Habt ihr das meiste mitgekriegt, dann ist ja gut. Und jetzt darfst du nochmal natürlich deine Siegesrede halten. Felix muss im Dezember verteidigen, darf jetzt noch seine Oscar-Rede halten hier. Das zweite Mal ist jetzt nicht so emotional und so direkt dramatisch und treffend wie das andere, deswegen war zu erwarten. Geht so weiter. Unschlagbar. Ja, Sieger in allen Klassen. Wir müssen passende Herausforderer suchen fürs nächste Mal. Das heißt, wir brauchen Wrestling-Sachverständige, die hier gegen Felix antreten. Bin gespannt, wen wir da hier zu uns ins Boot holen. Einmal Dankeschön noch an die neu dazugekommen. Danke an Milf und Wade, danke an die neuen Zuschauer. Danke an alle, die im Chat waren. Unser QuizzleMania ist zu Ende. Ihr dürft gerne noch jetzt reihum ein paar nette Worte sagen. Ich würde sagen, wir fangen bei unserem zweiten Ehrengast, beim Levaniel an, der jetzt auch das erste Mal bei der Premiere natürlich dabei sein durfte, als unser Herzens-Wrestler jetzt gerne auch noch ein paar Worte sagen darf. Ja, auch vielen Dank für die Gelegenheit, hier nochmal am Freitagabend zu scheinen. Und auch ein Lob an mich selber, dass ich trotz meiner jungen Jahre hier so gut mitgehalten habe, würde ich sagen. Ihr wart tolle Mitspieler, sehr viel Spaß gemacht, gerne wieder. Ich bin beeindruckt von eurem Fachwissen. Und dann wünsche ich euch allen noch einen sternreichen Abend. Dankeschön. Der Daniel als jüngster in der Runde. Daniel, wie weit sei? Wer von euch ist jünger? Bin mir gar nicht sicher. 26. Ich bin 22. Ja, guck mal, dann als jüngster bist du schon Zweiter geworden. Das muss man erstmal hier. Nicht schlecht. Mit den ganzen Wrestling-Vorwissen anderen, respektabel. Und natürlich standesgemäß im passenden T-Shirt angetreten. Muss man auch nochmal sagen. Schön im Merch-Shop erreichbar. Ich glaube, bei SL hast du die, ne? Ja, oh, danke, das lieb von dir. SL Wrestling. Genau. Gut, Daniel, deine abschließenden Worte. Ja, ich habe auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Also malen kann ich, lesen eher nicht. Aber trotzdem war es echt schön, dabei zu sein. Hat riesen Spaß gemacht. Und ich wünsche allen einen schönen Freitagabend und ein starkes Wochenende. Ja, und Sebastian, du darfst auch noch was sagen. Ja, ich schließe mich den Vorrednern eigentlich nur an. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass das Format sehr alt werden wird, weil ich glaube, dass da sehr viel Potenzial drin steckt. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Danke an den Chat, danke an alle Mitspieler, danke an alle, die vielleicht noch auf anderen Weg reingehört haben. Wir freuen uns, das nächste Mal sehen und uns im Dezember wiedersehen. Auf jeden Fall mit dem Titelverteidiger, vielleicht noch mit den anderen Gästen. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis demnächst. Ab in die Disco, ab in die Wemso.